cemetery level. Da ist Musik, die mag nicht jeder, ne? Sehe ich ein. Ich finde sie halt voll geil. Ich finde sie halt voll geil. So, und ich habe ja schon gesagt, ne? Ich bin ja nicht so der Retro-Fan, ne? Weil, was soll ich sagen? Mir war die Grafik zu schlecht. Die Mucke, das war für mich keine Mucke, sondern Gedönse. Ich begreife auch immer noch nicht, ehrlich gesagt, wie Leute sich das teilweise dann jetzt geben können, stundenlang, tagelang, und das total abfeiern. Ey, das Spiel ist rausgekommen, sieht genauso kacke aus wie früher und kann nix. Und dann spielst du Witcher 3. Ist ja, Alter, wie geil ist denn das und so? So, ich will mir entbanden, wenn ich könnte. Aber. Achso. Das kann man besser. Aber. ich habe ein Spiele-Bundle gefunden. Ich hoffe, dass es auf meinem Rechner läuft. Denn da kann ich mich dran erinnern, dass ich irgendwie schön entspannt in Spanien als so großer Mensch vor einem Apparat stand, der 80 mal größer war als ich, und ich immer zu meiner Mama gerannt bin und gesagt habe, kann ich noch 25 Peseten haben? Für die Leute, die nicht wissen, was Peseten sind, Peseten war die Werbung in Spanien. Für die Leute, die nicht wissen, was Spanien ist, das ist ein Land neben Portugal. Für die Leute, die nicht wissen, was Portugal ist, leck mich. Ja. Also diese Werbungsnummer, ne, geht mir sowas von auf den Sack. Aber ich will auch gar keine Musik. So. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ich will nur mal gucken, ob es funktioniert. Hoffentlich funktioniert es. Ich weiß nicht mal, wie man das mit der Tastatur steuert. Aber ich wusste auch gar nicht mehr, dass es sowas gibt. Warte. Ich ändere schon mal den Namen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es klappt, dann könnt ihr auch sehen, worum es geht. Galaga. Ich habe keine Ahnung, ob es eine Special Edition ist oder nicht. Es ist mir total egal. Arcade Game Series heißt es. Freunde von Flake. Das wird jetzt entweder der absolute Oberhorror oder total geil. Genau die Musik habe ich gehasst. Dieses Spiel. Ach du Scheiße, ihr könnt es gar nicht sehen, ne? Warte mal. Was ist hier los? So nämlich. Warte. Ich bin ein wenig nervös, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, ob es funktioniert. Ich finde es total lustig. Und ich wollte es mir mal angucken. Warte, so. Drücke Enter. Und ich wollte es mir mal angucken. Drücke. Dieses Spiel hat eine automatische Speicherfunktion. Bitte beende nicht das Spiel, solange das Symbol zu sehen ist.
Drücke Enter. Ich drücke Enter. Alter. Wie steuere ich? Optionen. Ich hasse diese Musik, aber ich finde das Spiel so geil. Spielablauf, Einstellungen. Kann ich nicht machen. Ah, okay. Also, Maus ist nicht in dem Spiel. Grussel, moin! Ranglisten. Du Scheiße, ey. Diese Musik, ich finde sie so furchtbar. Was? Hoch, runter, umkehren, Standardeinstellung? Gar nicht, das ging jetzt schon los, oder was? Warte mal. So einfach geht das nicht. Ich habe gar nicht hingeguckt. Lisa, deswegen mache ich keine Retro-Kacke. Ich muss nämlich erst noch mal eben kurz hier... so machen. So machen. Und Follows. Und die Follows wieder ein bisschen lauter machen, sonst hört man ja gar nichts mehr, ne? Verstehst du? Und so. Und denn sie sind noch im Witcher-Modus. Und wenn ihr euch fragt, was ist das hier für ein Scheiß? Ich hoffe, das ist das Spiel, was ich jetzt als kaum laufen können, da gespielt habe. Hakuna im Lichterwald! Geiler Name, geiler Typ, Moinsen. So, ich versuche jetzt mal nochmal dieses Spiel zu starten. Ich weiß nicht, wie man länglich dabei. Geiler Name. Jetzt habe ich mich doppelt, auch schön. So. Ich hasse diese Musik. Kann ich irgendwie. Jo! Geil, Alter! Das lässt mich an den 12-Jährigen, nehme ich mal, an den 2-Jährigen. Oh, ey, voll unfair, die kommt voll runter, ey. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, da habe ich gefühlt alle Peseten meiner Mutter in diesen Automaten geschmissen und fand das total cool. So, ist ganz souverän. Ganz souverän. Was ist denn das für ein Game? Das Game ist wahrscheinlich genauso alt wie ich, wenn nicht älter. Und total unfair. Und gemein. Und so. Stehst du? Nee, das erfordert absolutes Können. Ich wollte nur mal kurz demonstrieren. Für alle die Leute, die ja quasi genauso der Spielewelt bis vor ein paar Tagen, Monaten, die quasi mit mir zusammen diesen Kanal angefangen haben. So sahen Spiele aus, als ich keinen Bock mehr hatte zu spielen, weil mir das, also das fand ich noch ganz lustig, weil es einfach nur stumpfes Ballern war, soweit ich mich erinnern kann, aber diese Musik und diese Geräusche gehen halt irgendwann sowas von auf die Eier und das war halt bei allen Spielen so und heutzutage wird es halt abgefeiert, tierisch abgefeiert und ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich habe es gesehen und es gibt so einen Arcade-Game-Modus, Gedöns. Da dachte ich mal,
damit meine Mutter mal endlich sehen kann, wofür ich ihr Geld ausgegeben habe. Und es ist total lustig. weiß ich nicht, fand ich gerade total geil. Aber es geht ja noch besser, ne? Wait for it. Es war ja ein Bundle, ne? Pass auf, ey. Das ist so, ich war in dem Spiel immer so schlecht und ich weiß auch gar nicht, wie man das ohne Joystick spielen soll. Aber ich bin immer der total, ey, Bananen fand ich. Tetris ist dagegen die Innovation des neuen Spielegefühls. Das ist ja. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das hier gesteuert wird mit der Tastatur. Ich weiß, früher hatte man immer so ein Teil. Einfach so, da musste man einfach nur dran rumreißen. Und das wird jetzt hier nicht so leicht sein, denke ich. Aber wir probieren es einfach mal. Ah, das ist nicht das Letzte, da gibt es noch ein Spiel. Wie geht das nochmal? Also ich bin der hier, ne? Und ich muss die Punkte pressen? Und solange diese Pille da am Start ist, kann ich die anderen fressen. Eigentlich sind die anderen mir total egal. Oh, 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 oh. Ja, das Blöde ist halt tatsächlich mit den... Also, ich glaube, wenn du einfach nur jetzt hier so einen Joystick hättest... So wie es früher war. Dann ist es noch ein bisschen was anderes. Nein! Ich wollte recht, siehst du? Ach, das ist aber lustig. Ich habe tatsächlich eine Runde überstanden. Ja gut, ich wollte auch noch mal gucken. Jetzt. Einen haben wir noch. Warte. Pass auf. Das kenne ich gar nicht. Ich bin übrigens gerne dafür zu haben, dass wir hier mal ein Live-Online-Turnier machen. Und wer am längsten am Start bleibt, der bleibt am längsten am Start. Achso, ich muss ja jetzt das schon wieder machen. Das war Pac-Man. Ach, wir machen einfach mal Arcade. Es gibt's Arcade? Arcade Classics, jawohl. Gibt's. Fertig. Sehr lustig. So, Spiel verlassen. Warte, achso, nee, das geht ja. Diese Musik ist ja lustig. Aber jetzt stell dir vor, heutzutage gäbe es nur solche Spiele, nur mit solcher Musik. Und dann sag mir nicht, dass das total geil ist. Ja doch, es gab ja nichts. Wir hatten ja nichts anderes, ne? Dass ich das mal sage. Ist ekelhaft übrigens. Mein Handy ist schon wieder ausgegangen. So, Momentchen. Ein noch. Ein noch. Ja, sicher.
So, das kenne ich nämlich gar nicht. Von 1982. Alter, 1982. Achso, ihr wollt auch sehen, ne, um was es geht und so, schätze ich mal. What the hell is that? Bandai Namco. Dick Duck. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wo bin ich? Was mache ich? Achso, ich fange mal gleich dran. Was ist dem Ziel von der Spiel? Was muss ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist der Ziel dieses Spiels? Diese Musik ist grauenvoll. Und ich habe trotzdem keine Ahnung, was ich machen soll. Okay, was ist das Ziel des Spiels? Nein, ich will nicht mehr. Adios. Was ist das Ziel des Spiels? Spielablauf? Monster, danke. Felsbrocken, danke. Wenn du die Erde unterempfällst. Ah, okay. Und was muss ich machen? Bewege dich. Ach, ich kann auch feuern. Okay. Ja, spannend, oder? Ich wollte es doch nur mal. Ich wollte es doch nur mal hier. Ich hab's einfach mal angemacht, verstehst du? Ich wollte einfach mal gucken. Aber Pinball ist auch voll mega, habe ich befremdet. Ja, habe ich tatsächlich auch gesucht. Hier, ich habe keinen vernünftigen gefunden. Ich habe keinen vernünftigen gefunden. Das fand ich auch immer sehr lustig. Ein Flipper, meinst du, ne? Shop. Ich gucke noch mal nach einem Pinball. Also es gibt natürlich welche, aber es gibt keine, die mir gefallen haben. Ne? Es gibt keine, die mir gefallen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde schon noch mal irgendwas. Ja, das fand ich auf jeden Fall lustig. Die Spiele haben fast nichts gekostet. Ein Euro, glaube ich. Ja? Und da dachte ich mir, ich kann ja mal, ich kann da ja mal eben kurz rein Seppen schalten. Ja, warum erst so spät übrigens, ne? Ich habe bis gerade eben hier gesessen und gearbeitet. Von heute Morgen um 10
bis um 4 ungefähr. Und ich hätte auch noch weitermachen können, aber ich dachte mir, wenn ich mich gar nicht melde, dann ist es auch doof. Aber ich dachte mir, wenn ich den ganzen Scheiß jetzt nicht einmal erledige, dann komme ich da gar nicht zu. Und den Rest werde ich morgen machen. Und heute aber auch nicht lange, dafür ab morgen Mittag und lange. Und Sonntag auch ab mittags, nachmittags, irgendwie früh nachmittags. Und auch lange und Sonntagabend wird gelesen. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist ja ausgefallen, weil ich ja nicht da war. Und da habe ich dem Flo gesagt, ey, wenn du kannst, ich nehme mir die Zeit. Und dann kann ich auch. Hier übrigens, ich trage Zopf. Hier, siehst du? Ich trage Zopf. Ich trage die Haare ab heute nicht mehr offen. Ich trage Zopf. ja, ich weiß, Freitagnachmittag. Müssen wir das wieder ändern? Warum trage ich Mütze? Nicht, weil mir das zu peinlich ist übrigens, sondern, das war ja nun mal, musste nun mal sein, weil mein Kopf wehgetan hat und diese Rasterlocken ab mussten. Nein, keine Läuse oder sowas, sondern einfach nur, die haben sich halt völlig zerkrauselt hier und das tat einfach nur weh. Und ich gesagt, einmal Radikalkur und die Radikalkur ist kalt. Und deswegen die Mütze, also peinlich ist mir das nicht. Es war lustig so, und jetzt ist dir das total peinlich. Nein, ist es nicht. Aber es ist kühl. Kahül ist es. Sehr kühl. So, ich habe aber noch 3 Spiele ergattert im Angebot. Für einen Spotterpreis. Tatsächlich. Also wirklich für echt ein Apple und ein Egg. Sozusagen. Und da lädt gerade eins runter. Und das dauert noch approximately 5 Minuten und 51 Sekunden. 59 Sekunden. 47 Sekunden. 5 Minuten und 33 Sekunden. Und das würde ich mir gerne auch nochmal angucken. Denn es ist dieses Spiel, was der Dave heißt, glaube ich, ne? Blood Bowl. Und die spielen das hier auf richtigen Brettern halt. Brettern, die das Spiel bedeuten. Und ich kenne das nicht. Und jetzt wollte ich mir das gleich mal anschauen. Und dann gucken wir nochmal, ob wir irgendwie noch was anderes machen. Also wenn das nichts ist irgendwie. Und dann ist es das aber tatsächlich für heute schon gewesen, weil, wie gesagt, morgen früh geht's los und dann am Mittag hier sogar schon. Und lange. Und sonntags ab früh nachmittags und lange. Und eigentlich ist freitags ja frei. Und eigentlich wollte ich ab morgen 4 Tage wegfahren. Das mache ich ja nicht. Deswegen wollte ich nochmal kurz Hallo sagen quasi und 1, 2, 3 Spiele testen. Ich befürchte halt, dass dieses Ballerspiel, wenn ich mir das irgendwie so vernünftig hingelegt habe, und vielleicht ein Gamepad, man müsste mal gucken, ob das mit Gamepad geht, oder einen alten Joystick, das wäre geil. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch, warte mal, kennt den noch jemand von euch, weil das, der war an meinem C64 und an meinem Amiga 500, war ein, wie hieß das Moped denn? Quickshot 2, glaube ich. Yes! Ey. Ultra! Warte. Ja, genau. Ohne Scheiß. Das Ding ist perfekt zum Zocken. Pass auf, ich zeig's euch. Das Ding ist perfekt zum Zocken. Da. Das ist er. Dieses Ding. Damit haben wir du kannst vorne feuern, du kannst oben drauf feuern, nach rechts, nach links reißen und unten kannst du so ein Autofeuer anmachen. Das ist so geil. Und es war so simpel. Das hier, ne, ist schon die super Nobel neue zweite Version. Die hat geklickt. Die war genauso gleich in grün, aber sie hat geklickt und deswegen war es angeblich sicherer. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nur, das ist der Quakeshot 2 Turbo. Hier, ne? So, das sind so die ersten, wahrscheinlich die, aus denen dann die heutigen Gamepads entstanden sind. Ich hätte gern so ein Moped hier. Weißt du, da konntest du noch ordentlich dran rumreißen und Scheiße drauf machen. Gibt's sowas überhaupt noch? Ich finde die Dinger ja voll geil. Aber ich bezweifle, dass du die heute noch irgendwo anschließen kannst oder so. Hier, das sind die ersten Möchtegern-Controller. Leider sind die Controller nicht in die Richtung gegangen. Kennst Dead or Alive? Ne, kenn ich nicht.
Aber wie gesagt, ich hätte mehr drauf gestanden, wenn die in diese Richtung gegangen wären, als auf Pets. Oder wenn sie beides gemacht hätten. Weißt du, du kannst ja hier unten, könntest du ja noch Knöpfe dran machen. Und da könntest du ja von mir aus was dran verstellen. Aber hier kannst du so wundervoll steuern und ballern, wie bei einer Wumme. Fände ich geil. Und da sieht man auch, dass die Dinger schon etwas älter sind. Hat die wohl jemand im Keller gefunden oder auf dem Dachboden? Ach, schön. Plötzlich Sattel. Hier, sowas hier, genau, guck mal, man könnte zum Beispiel die Knöpfe daneben machen oder so, finde ich total geil. Wenn es sowas noch geben würde, neben so einem Gamepad oder so, das wäre doch total cool. Also, ich fände es total geil. Aber ich habe die Welt nicht gemacht, ne? Wisst ihr, hätte ich die Welt gemacht, dann wäre das alles ein bisschen anders, irgendwie. Auto Fire, Manual Fire, CPC, was ist das? So voll geil. Ich sag's euch, das hat echt Spaß gemacht. Du hattest immer Schiss, dass du das Ding kaputt reißt. Aber hatte irgendwie was. Das ist halt ein Steuerungs-, du hast einen Steuerungsknüppel in der Hand und nicht hier irgendwie so ein möchte gern ne, so mit und so. Für Grobmotoriker wie mich großartig. Großartigst. Ja, den Quickshot wollte ich euch mal zeigen. Sehr lustig. So, 1 Minute 26 Sekunden müssen wir uns noch gedulden. Ich gebe schon mal das Spiel ein. Und ich möchte mir das nur einfach mal kurz anschauen. Kann sein, dass das gar nichts ist, aber... So, wir spielen jetzt Blood Bowl 2. Es hatte den Zweck, Cursor zu werden. 40 Sekunden noch. Pro-Noob! Der Pro-Noob. Ich grüße zurück. Warte mal, hab ich mir die jetzt mit alten Games gekauft, meine neuen Emojis, oder habe ich die jetzt... Wo habe ich denn die jetzt? Warte mal, habe ich die hier? Ja. Wo habe ich sie denn? Ich habe so schöne neue Emojis. Ich habe nämlich heute den Marek, habe ich gestalkt ein bisschen. Damit ihr es wisst. Voll geil. Grazzel, was hast du, was das denn? Gibt ja auch sowas. Warte, das ist ein... Was ist das? Ist das neu oder ist das alt? Das weiß man nie bei sowas. Müsste ich mal ausprobieren. Aber ich fand diesen... Weißt du, du hast das Ding... Hatte so... Oh, Entschuldigung. Hatte so ein Nöpkes, ne? Hast du auf den Tisch gekloppt, dann konntest du da noch rumreißen. Ich glaube sogar, du hättest damit Berge besteigen können, so. Und hättest es dann einfach... Weil das so hardcore war. So. Jetzt ist es soweit. Wir gucken uns mal dem Spiel an. Aber ich wollte noch mal kurz... Ich möchte ja gerne den... Das ist alt, aber wird immer noch in den neuen Tekken... Okay. Also, falls ihr euch fragt, ne? Ich habe hier mal so zwei... Das sind so Spielereien, die ich gefunden habe bei Streamlabs. Ich habe einen Hauptgegner erstellt. Alten Games TV ist der Streamboss. Und der hat 3333 Lebenspunkte und kriegt immer Lebenspunkte abgezogen, wenn ein Follower an den Start kommt, wenn, und immer natürlich unterschiedlich, wenn Donations an den Start kommen, wenn Subscriber an den Start kommen und so weiter und so fort. Und ihr könnt den besiegen, ich weiß nicht, ich habe mal angemacht, nur mal um zu gucken, wie lange das dauert, die alten Joystick noch.
5 Stunden spielen hast du von der Tischler. Voll geil, oder? Das war noch Qualität. Voll abgefahren, ey. Da kann ich mich noch dran erinnern, das fand ich voll geil. Hier ist Summer Games oder irgendwie sowas hieß so ein Spiel. Du musst immer hin und her reißen, dann loslassen, Sperrwurf und so ein Gedöns. Total lustig. Ja, und darunter habe ich mal ein Donation Goal hingesetzt. Mal gucken, ob es was bringt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen was habt ihr ja schon abgedrückt, sozusagen. Ich dachte, da würde jetzt schon was stehen. Also, aber ich tue es nicht. Warum, weiß ich nicht. Wenn es euch stört, nehme ich es wieder weg. Ich dachte, vielleicht ist es ganz lustig, alten Games zu besiegen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwie... Ne? Aber nur, falls ihr euch fragt. Und, ach so, ja, genau. Eine Sache ist auch noch neu. Das finde ich auch ganz lustig. Für die Leute, die sich überlegen zu donaten, hier, Ausrufezeichen Tipp, ab einem Euro könnt ihr euch selber quasi aussuchen, wie das aussieht dann da. Könnt ihr selber ein GIF rein tun und so weiter und so fort. Also, ist ganz lustig, glaube ich, für die Leute, die da Bock drauf haben und das möchten und den Kanal unterstützen wollen. Also wie gesagt, wenn ihr donatet, dann könnt ihr euch da selber ein GIF aussuchen und so. Nichtsdestotrotz, bei jedem Bits, jedem Follow und so, kratzt Alten Games TV weiter ab. Deswegen der Balken. Siehst du, er hat schon 5 verloren. Das heißt, es kam schon ein Follow rein. Aber, dann wollen wir uns doch jetzt mal angucken, was die Leute alle an diesem Blood Bowl so geil finden. Zugriff zulassen. Und wieso ist das alles... Oh. Oh. Ich höre keinen Ton. Meinen Coachnamen merken. Passwort? Ich will dann, ich will offline spielen. Hilfe! Okay. Welcome to Cabal Vision HD. I'm Jim Johnson. I'm immortal. Over to my right here is my good friend, Bob Bifford. Hi, Bob. You've made a good choice. You're about to play the greatest game in the world! Greatest game in the world! Bananen vernicht. Ich glaube nicht, dass das viel bringt in deinen Augen. Ich erst mal gucken, wie das überhaupt funktioniert. An Zuschauer an, ist auch geil. KI-Schwierigkeitsgrad hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, ja? Hat keiner gesehen. Aber ey, Bananen fand ich. Also, wenn alles so läuft, wie es läuft, dann hätte ich ja gerne das Holo-Café hier. We're past Don't sponsoring the sport when you were playing, Bob. Belt polishing pre-manufacturer
manufacturer? No idea where these guys came from. Bei der Arden Games 2018 sollte in einem Raum auf jeden Fall irgendwas VR-mäßiges sein, hoffe ich. Dann kannst du es ja ausprobieren, aber ich glaube, dass es eher schwierig ist, denn sogar Leute, die ganz normal kneistern können, also Brillenträger haben ja schon ein Problem, ne? Weil, ne? Alle wegschauen. Was? Achso. Ey, das Spiel ist genauso ungefähr unfair wie Witcher, das ist ja wohl klar, oder? Das war übrigens sehr geil gestern. Musste ich sehr lachen. Habe ich heute den Witcher rausgeschnitten und hochgeladen, weil ich ja schon gern die komplette Witcher-Reihe hoch hätte, was das erste und schönste Spiel ist wahrscheinlich. Und da musste ich so lachen bei der Stelle. Ups, jetzt haben wir es gespeichert. So ein Mist. Du bist ja nicht mit Spielservern verbunden. Ich will gar keine Spielserver. Ich gucke einfach mal hier jetzt. Ich muss erstmal wissen, wie das funktioniert. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Gibt es denn nirgendwo ein Tutorial-Shop? Have you looked at Facetoom recently? Did you know you have a fan club? You looked at it, Jim. There's a petition to remove you from the air. Which is auch total verbuggt, total. Ein Scheißspiel. Also, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Good evening to all you Cabal Vision viewers out there in the old world. Ach so. Soll ich mir mal eben die Dinger hier aufsetzen? Oder ihr hört das hier wahrscheinlich doppelt, ich vergesse das immer wieder. Warte, dann muss ich nochmal raus und umstellen. Eben. Sie haben einen neuen Gegenstand im Inventar. Diese Steam-Logik werde ich, das habe ich also, aber ich muss ja auch nicht alles verstehen, bin zu alt für so einen Scheiß. Ich will meinen Quickshot 2 zurück. So, dann müssen wir es aber hier noch einstellen, sonst habt ihr da nicht so viel von. Warte, eben. So, Leute. Ein zweiter Versuch. Hört ihr was? Erst doppelt, dann gar nichts. Cyanide Studio, Focus Home Interactive, Games Workshop, Cabal Vision. Wir spielen ja offline, ne? Wir wollen ja nochmal testen. So, ich hoffe, es ist alles gut. Good evening. Welcome to Cabal Vision HD. I'm Jim Johnson, and I'm immortal. Over to my right here is my good friend, I'm immortal. Bob Bifford. You've made a good choice. You're about to play the greatest game in the world. Blood Bowl. Also hier geht die Welt nicht unter und Pronoob, wenn ich die sehe, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird ja nicht leichter, sondern
wenn der Fernseher da hängt und der Ton draußen, dann hören die uns ja jetzt quasi. Verstehst du? Also sagen wir mal, wenn wir beide zusammen was zocken, oder wir alle, die jetzt gerade hier am Start sind, dann hören die uns ja alle da draußen. Ne? Es wird auf jeden Fall lustig. Und ich bin ganz ehrlich, wenn irgendjemand Ideen hat, welche Firmen man anschreiben könnte, damit man draußen und hier im Unperfekthaus Werbung schaltet, damit wir diesen Kanal finanzieren können, raus damit! Ich denke immer so an... Ist doch egal, erkläre ich mal in Ruhe. Jetzt habe ich mir Bock, das Spiel anzugucken, aber mein Handy ist schon wieder ausgenommen. Warte! Ah! Oh! Eben was zu trinken holen. Were Parstone X3 sponsoring the sport when you were playing, Bob? Bell polishing cream manufacturer? No. I got no idea where these guys came from. Wieso weiß ich das nicht? Da kommt heute eine Platte raus von den Prophets of Rage, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, neu, von mit Leuten von Rage Against the Machine und Cypress Hill. Muss ich gleich direkt mal gucken. Aber erstmal, ihr habt gesagt, kam Champagner, ne? Ja, ich will neu anfangen. Good evening to all you Cabal Vision viewers out there in the old world and beyond. I hope your crystal ball is fully charged, and if not, find yourselves a wizard and chain him to it. Because the 25-13 season promises to be one hell of a show, doesn't it, Bob? It sure does. Oh, and iron, Jim. Iron what, Bob? Your shirt? Chains, Jim. Iron chains for chaining up your wizard. Iron is best. It's harder to enchant than steel or silver. Oh, and don't forget to break their fingers as well. Thank you, Bob. Yes, fascinating. And we may come back to that later. In the meantime, all you sports fans should keep it here on brand new Cabal Vision HD. But what about all you new viewers who are joining us for the first time? How would you explain a game of Blood Bowl to someone who hasn't experienced the joy and delight of it before, Bob? Firstly, I'd say, under what toilet in the realm of chaos have you been hiding? Then I'd begrudgingly explain that Blood Bowl is a visceral, violent sport where two teams of players must get an inflated pig bladder or ball across a large field into the opponent's end zone by any means necessary to score a touchdown. The catch? There's only one ball, and the opposing team is trying to do exactly the same thing. A match lasts for two halves of eight turns. The team with the most touchdowns wins. Very nicely summed up, Bob. So, what about the teams? It promises to be an interesting season, especially for the Reichland Reavers. Let's remind ourselves by taking a quick look what happened in their final game last year. This is the final game from last season. The Reavers versus the Gouged Eye. Just look at those human lumps. Why ain't they moving? A frozen spell. Could they not just let it all go? Look at player 16, Josh Kirschner. He just stands there and lets that block mork smack him right in the kisser. Useless git. They don't seem very sprightly in that trolley either, do they? I know. No wonder this team hasn't won anything in 20 games. There's only so many double skulls rolls you can take before fans start claiming that's a load of steaming bull. Ah, no. That was the Reavers' last public appearance, summing up
10 seasons of decline. Why haven't they been fired yet, Jim? That's what I can't understand. The word is, Bob, that J.J. Griswell Jr. hasn't got the cash to replace them. Yeah? Oh, Griswell was once said to be even richer than you, Jim. He's now down to his last few pennies after paying the likes of Griff Oberwald his massive wage for several decades. I guess he'll just have to put up with using last season's dregs. Anyway, enough yapping. Let's see how they do in this preseason match. Bist du eben zum Coach der legendären Reiklin Reavers ernannt worden? Deine Mission beginnt mit einem Freundschaftsspiel gegen die Siegfriedhof Saints vor Beginn der Saison. Ja, sehr lustig. Karl der verfressene Schwarzhaar, der Zecher. Was ist los? Ryan der Böse? Was? Ja, aber Never use the word friendly in connection with Blood Bowl, Jim. You'll end up getting sued for false advertising. Okay, let's take a look. Zuschauer ohne Eintrittsart. Na, voll opfern. Good evening, sports fans. Is this a fair fixture? One side is clearly more powerful than the other. You really are a whiny little bloodsucker sometimes, Jim. What's fair got to do with anything? This game features a human team. Das war vielleicht jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt, aber ich weiß nicht, wo ich was hinschieben soll. Wo es nicht stört. Vielleicht hier unten. Ciao! Vielleicht hier unten. Ich guck mal. Vielleicht stört das da nicht so. They're adaptable and tasty. But they can't always specialize to the... Ich bin Helmut zum Ex-Coach-Studios und ich werde dir bei deiner Feuertaufe. Um dir ein wenig unter die Arme zu greifen, habe ich meine Beziehung spielen lassen. Deine ersten Partien werden mit vereinfachten Regeln ausgetragen. Blood Bowl ist eine strategische Sportart und alles fängt mit einer guten Aufstellung der Spieler an. Jeder Spieler hat eine Bewegungsweite, die bestimmt, wie viele Felder er zurücklegen kann. In jedem Zug kann jeder deiner Spieler eine Option. Wähle einen Spieler mit Linksklick. Und welches ist denn meine? Und wer hat den Ball? Da ist der Ball. Ich wähle jetzt mal diesen Spieler. Can't be. In the Reavers dugout. Klickst du auf ein... Isn't that the legendary ex-coach Helmut Zwinner? Sure is, Jim. Didn't you know? As a favor to JJ, Swimmers come out of retirement to mentor the new coach for the first few games. And what about that incident that forced him to leave in the first place? What? That tabloid sting in 04? Involving a pair of halflings, Jam, and a confused hippogriff? Oh, that was nothing. Nothing was proven. Even in retirement, Helmut's continued to be a loyal ally of the Reavers. Well, he's certainly experienced. Oh, ich muss gar nicht. The new head coach should listen to his advice. Kriegst du auf ein freies Feld, führt der Spieler eine Bewegungsaktion durch und legt genauso viel Felder zurück, wie es ihm seine Charakteristik erlaubt. Wähle ein freies Feld und drücke Linksklick, um dich dorthin zu bewegen. Alle Spieler können auch ein oder zwei zusätzlich ziehen. Felder mit Würfel nennt man zum Ball gehen. Um einen Spieler abzuwählen oder eine Aktion anzurichten, kannst du rechts drücken.
Hä? Wie komme ich noch raus? Ich komme da gar nicht raus. Um die Kamera zu bewegen, drücke die Pfeiltasten auf deiner Tastatur oder berühre den Bildschirmrand mit dem Cursor. Da kann der überall hingehen. Und jetzt? I've played on this pitch before, Jim. We lost, if I remember right. Lost the ball. Und was mache ich jetzt? Couldn't find it under a big pile of corpses. I gotta admit, I was a little grumpy that day. A blind, incontinent halfling could have avoided that tackle. Bei Nuffel im Ausweichen bist du nicht gut. Wenn du Probleme hast, hinter die Verteidigung des Gegners zu passen, dann solltest du blocken, um ihn zu Boden zu bekommen. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ah, okay. Also, das funktioniert so nicht. Das machen wir nochmal neu, weil irgendwie habe ich wahrscheinlich gerade aus Versehen die Erklärung weggedrückt. Weil, also als ich rausgetappt bin irgendwie. Denn ich habe keine Ahnung, was ich machen soll da. Was ist denn hier los? Updates. Oh nein, keine Updates. Aber ich bin doch noch gar nicht gelaufen. Ich sollte doch nur angeben, also okay, vielleicht verstehe ich, also für mich ist das so. Das, was ich gerade gehört habe, ist, für jeden Spieler soll ich jetzt Züge voraussagen. Und wenn ich das für alle Spieler gemacht habe, drücke ich Go und dann geht's los. So habe ich das verstanden. Das scheint aber nicht so zu sein, richtig? Deswegen, ich glaube, ich habe gerade irgendeine Erklärung. Good evening to all. I hope your crystal ball. It sure does. Iron what, Bob? Your shirt? Chains, Jim. Iron. Thank you, Bobby. But what about all you new viewers who are joining us for the first? How would you explain a game of Blood Bowl to someone who hasn't experienced the joy and delight of it before, Bob? Firstly, I'd say we're ball across a large field into the opponent's end zone by any means necessary to score a touchdown. Catch? There's only one ball, and the opposing team is trying to do exactly the same thing. A match lasts for two halves. Very nicely summed up, Bob. So, what about the teams? It promises to be in it. Let's remind ourselves. Kanonen, Munition, der Zauberer. This is the final game from last season. The Reavers versus the Gouged Eye. Just look at those human lumps. Why ain't they moving? A frozen spell. Could they not just let it all go? Look at player 16, Josh Kershaw. He just stands there, lets that block orc smack him right in the kisser. Useless kid. They don't seem very sprightly in that trolley either, do they, Bob? I know. No wonder this team hasn't won anything in 20 games. There's only so many double skulls rows you can take before fans start claiming that's a load of steaming bull. Ah, no, that was the Reavers' last public appearance, summing up 10 seasons of decline. Why haven't they been fired yet, Jim? That's what I can't understand. The word is, Bob, that J.J. Griswell Jr. hasn't got the cash to replace them. Yeah?
Old Griswold was once said to be even richer than you, Jim. He's now down to his last few pennies after paying the likes of Griff Oberwald his massive. I guess he'll just have to put up with using. Spiel ist Farbe, machen wir uns auch mal in Farbe. Hallo. Also, Partie spielen, ne? Da war ja jetzt keine Erklärung. Well, let's see how the Reavers so. Get on. It's their first match. Under the leadership of the new coach in a preseason friendly. Never use the word friendly in connection with Blood Bowl, Jim. Okay, let's take a look. Jetzt ist das Spiel abgeschmiert. Nause Spiel, es schmiert ab. Gut, also. Da kann ich jetzt nichts für, ne? Übrigens. Farbe und bunt. Nice, oder? Ja, so schön. Hier gibt es keine Updates. Okay. Ist ja klar, ne? Einmal breche ich es freiwillig ab und beim zweiten Mal. Also, aber schon mal, bis das hier jetzt hier fertig ist wieder. Sobald du einen Spieler planst, führt er den auch aus, bis alle durch sind in der Regel. Also ich bewege einen, dann bewegt der andere einen Spieler, dann bewege ich einen, dann bewegt. Es sind so grundlegende Sachen, die sollte man vielleicht einfach mal kurz erklären bei sowas. Also nicht von, meine ich jetzt nicht dich mit, sondern halt sowas halt. Ich glaube ja, dass das für die so Spiele-Dinger gar nicht schlecht wäre, alles hier testen zu lassen. Von uns mir. Weil so Vollpfosten wie mir leuchtet das jetzt nicht ein. Ist jetzt abwechselnd? Ist jetzt nicht abwechselnd? Wie wird gespielt? Also, learning by doing, ja, well, aber... Well, let's see how the Reavers get on. It's their first match, under the leadership of the new coach in a preseason friendly. Never use the word friendly in connection with Blood Bowl, Jim. You'll end up getting sued for false advertising. Okay, let's take a look. Na gut, das sieht ziemlich bekloppt aus. Oh, Hilfe! Schon gewusst, die größte Entfernung ist der jemals Tasche. Oh dear, this is a totally unbalanced match. I can't understand what they're even doing on the same field. Da haben wir den Herrn Eckhaus. Humies are a good team. They can pass, catch, hit, and run with the ball. It'll be interesting to see what game they bring today. Ja. Jeder Spieler hat eine Bewegungsreichweite, die bestimmt, wie viel er zurücklegen kann. Habe ich begriffen. Aber auf jeden Fall gerade nichts. In jedem Zug kann jeder deiner Spieler eine Aktion ausführen. Also muss ich doch jeden Spieler eine Aktion machen lassen. Richtig? Um die Kamera zu bewegen, drücke Falten. Ja, okay.
Is that... So. Oh, no, it can't be. In the Reaver's dugout. Isn't that the legendary ex-coach, Helmut Zwimmer? Sure is, Jim. Didn't you know? As a favor to JJ, Zwimmer's come out of retirement to mentor the new coach for the first few games. And what about that incident that forced him to leave in the first place? What? That tabloid sting in 04? Involving a pair of halflings, Jam, and a confused hippogriff? Oh, that was nothing. Nothing was proven. Even in retirement, Helmut's continued to be a loyal ally of the Reavers. Well, he's certainly experienced, Bob. The new head coach should listen to his advice. Verstehe ich nicht. Also, keiner hat sich bewegt von denen. Nur der hier hat sich jetzt den Ball genommen. So, kann ich jetzt mit dem... Nein! Nein! Ich will den doch gar nicht. Ich will doch erst die anderen wohin. Kennt irgendjemand zufällig? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist auch blöd. They've thrown the ball, Bob. Not far, but it has left their hand. Oh, look at this. A handoff followed by a great pass. A classic combination. Auf die... Was ist das denn? Jui Entern Schallfläche? Ach so. Nein, nein. Nein. Geh weg. Wieso... Ey, die können ja viel weiterlaufen, als ich dachte. Okay, einfach mal rumklicken, ne? Was ist das jetzt? Mit einem Block kannst du einen Gegner schlagen. Du kannst keinen Spieler blocken, der sich bewegt hat oder aufgestanden ist. Mit einem Blitz kann sich ein Gegner bewegen und blocken. Diese Aktion kann nur einmal... Wähle einen weiteren Weiterentfernung und drücke Linksklick, um... Mehr Info, schneller und blendet es ganz schnell wieder aus, damit ich es mir nicht merken kann. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Smells like a good old-fashioned fight. They rolled a one.
Aber ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ich glaube, ich sollte das vielleicht wirklich... Nice. Very nice. Ich hab keine Ahnung. That's a good economical pass. He throwed it to the enemy. The coach won't like that. Ich wollte doch mit dem dahin. Okay, gut. Gut, ich bin zu dämlich dafür. Ich bin zu dämlich dafür. Ich bin zu dämlich dafür. Und habe für sowas wahrscheinlich keinen Überblick. Warten wir, bis der Dave da ist. Der wird uns das dann schon beibringen und zeigen und so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es sieht auf jeden Fall saulustig aus. Wahrscheinlich muss man es nur einmal erklärt bekommen. Dann ist das alles halb so wild. Ich wollte auch nur mal reingeschaut haben. Und dann bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt. Genau. Wie immer, es ist immer das Spiel. Ja, es ist aber auch immer das Spiel schuld. Nein, wahrscheinlich hätte ich das irgendwie jetzt rausgekriegt. Ich habe jetzt gerade nicht verstanden, warum ich den da angepasst habe. Und ich weiß nicht, wann ich wie, wo, was machen muss und so weiter und so fort. Ich bin Fan davon, wenn man das genau erklärt. Und nicht, wenn das da tausendmal eingeblendet wird. Und du kannst es ja nirgendwo nachgucken und so. Das ist immer dämlich. Und natürlich ist das Spiel schuld. Schön. Ich habe noch zwei Spiele gekauft. Alles im Angebot. Alles für 30 Euro. Wo ist es denn? Achso, jetzt muss ich ja wieder umstellen. Ne? Warte. Nur mal antesten. Also das hier habe ich auch noch gekauft. Das ist voll klasse. Ah, da ist es. Hallo? Ich habe was. Das war im Angebot für das mit einem anderen Spiel zusammen für einen Apple und einen Kröms sozusagen. Wo ist meine Maus? Ich habe keine Maus. Ich habe keine Maus, gell? Das ist zum Ferken. Dann müssen wir das wieder so machen. Zeig mir
Baby, should do with my power. Danke fürs Hosten und ich habe trotz. Ah, okay. Ah, okay. Okay, also ich kann nur nach rechts und nach links und nach oben ist springen. Oder? Kann ich mir das vielleicht mal angucken? Aha. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Aber ich muss ja mal eben kurz hier zurückschalten. Erstmal schönen guten Tag und danke fürs Followen. Wir dann mal hier angucken. In Ruhe. Also. Geht doch. Es geht doch. So, jetzt vielleicht. Okay, also man braucht gar keine Maus. Einstellung. Hoch, runter. Wenn du mir sagst, wie das geht, mache ich das sofort. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das alte Mikro ist. Bei dem anderen Mikro ist es eingestellt, dass es erst ab ein bisschen was angeht. Dass du hier Geräusche im Hintergrund hörst, das wird immer so sein, weil du ja hier... Heute sind, glaube ich, 350 Leute hier in diesem Haus. Und da laufen halt Leute dran vorbei. Und hier vorne ist direkt eine Kaffeemaschine und so weiter und so fort. Aber ey... Wenn du mir sagst, wie ich das ändere, dann mache ich das gerne, sehr gerne. Aber das ist jetzt hier auch kacke. So. Nichtsdestotrotz. Springen, rechts greifen, links greifen. Okay. Ja, gucken wir uns auch mal in Ruhe an. Sau lustig. Da war noch eins dabei. Dann Filter. Im OBS, beim Mixer, unter MicAux auf dem Zahnrad. Aber ich benutze MicAux gar nicht. Sondern das ist selber eingestellt. So, und ich gehe aufs Zahnrad und dann Filter. Und dann ist es weiß und grau. Weiß und grau. Noise Gate. Kompressor. Noise Gate. Geben Sie einen Namen für den Filter ein. Ist mir doch egal. Filter. Und jetzt? Und spannend, was der DND alles weiß. Ich sag ja, ich habe keine Ahnung. Wieso geht eigentlich mein Handy die ganze Zeit aus? Das ist so nervig. Geht gar nichts mehr. Wird wohl Zeit für ein iPhone X, wa? Kann ich nicht. Kannst keine Monitoraufnahme machen von Fenstern von OBS. Das geht leider nicht. Also ich kann es gerne versuchen. Das ging bis jetzt noch nie. Nein. Nein, das geht nicht. So. OBS macht keine Aufnahmen von eigenen Dingern. Warum, weiß ich nicht. Aber es geht nicht.
kann auch mal gerne alles zumachen, damit ich keine anderen Fenster auf habe. Nochmal versuchen. Da geht. Einfach das Fenster auf den Screen ziehen. Du meinst ein Bildschirmgedöns machen oder was? Beim Zocken dann Gedöns oder was? Jo, kluger Mann. Feel free to ne? Attacke. Aber ich weiß überhaupt nicht, was ist hier und so. Also ich habe keine Ahnung. Schließen Schwellenwert, öffnen Schwellenwert. Er meint, er wäre klug. Mr. Wodka Titten. Ist der Name Programm oder was? Was ist los? Was ist los? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt lustig finden soll oder nicht. Ich kenne dich nicht. Und dann? Ist nämlich so, ne? Ich weiß nicht, ob du... weiß nicht, wie lange du schon spielst und wie lange du solche Dinger benutzt. Ich seit genau 5 Monaten. Und hier ist niemand, der mir irgendwas erklärt oder so. Außer zum Beispiel dem DND gerade, worüber ich sehr dankbar bin. Und das kannst du natürlich nicht wissen. Nicht wahr? Aber er meint, er wäre klug. Ich weiß nicht, wen du meinst. Man, lesen kann man immer so schnell blöd falsch verstehen. Und so. Wer ist denn Sia? You go to the YouTube and write. Ist denn... Hallo Sia. I don't know if you understand German, but, no, whatever. Okay, und was soll ich jetzt machen damit? Das einfach so lassen, oder was? Könnt ihr mich, also... Öffnen auf 25. Höher heißt? Höher heißt so höher oder die Zahl höher? Also nach oben höher oder die Zahl höher? Ey, auf minus 30, also tiefer. Also wie gesagt, du wirst das hier nicht ganz wegkriegen, weil hier zig Leute sind. Genau, schießen. Amen. Minus 27, was ist denn los mit dir? Ich mach mal 28.
Scheiße, er hat's gemerkt. Er hat mir so eine Mühe gegeben. Minus 30. Das ist das lustige Rein- und Raus-Spiel. Achso, ich mach mal irre, falls es noch nicht. Spannend hier, ne? So ist es immer auf diesem Kanal. Wir treffen uns erstmal und beschließen Schwellenwerte. Also ich sehe jetzt keinen Ausschlag mehr. Nicht mal mehr ein bisschen. So, fertig jetzt. So, lieber Herr Titten. Toller Vorname. Herzlich willkommen. Das ist das Studio hier von uns, Arten Games, ist im Unperfekthaus in Essen. Ein kleines Studio, wo ich versuche, eine Online-Offline-Community auf die Beine zu stellen. Und es geht nicht nur ums Zocken. Also, wir werden auch Bands vorgestellt. Am Sonntagabend zum Beispiel lesen wir und so. Hier ist gerade das WLAN. Es gibt im Ganzen aus WLAN. Das ist wahrscheinlich zusammengeklappt, weil hier so viele Leute am Start sind. Und so. Und ich habe zwei neue Sachen. Ich habe tatsächlich ein so ein Donation-Ding hier, falls ihr euch wundert. Welche der beiden Camps ist nur asynchron? Ich glaube, beide. Ich glaube, du kannst es auch gar nicht richtig machen. Weil ich sehe mich sowieso nicht synchron. Ich kann das hier jetzt zum Beispiel mal wegmachen. Und einfach mal neu starten. Aber ich weiß nicht, dann ist es trotzdem nicht gleich. Es ist nur gleich her. You see? Ja, aber frag mich mal, woran es liegt. Das manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Und keiner weiß irgendwie, warum es und warum es ist. Ganz. Die eine liegt wahrscheinlich an der Elgato, weil du musst ja die Kamera irgendwo reinstopfen. Ne? Und so. Naja, und dann habe ich hier was Lustiges gefunden. Hier, tada, du kannst hier den Hauptgegner. Arten Games TV, ich weiß nicht, ob das lustig ist oder nicht, keine Ahnung. Hört raus. Hey. Ob es lustig ist oder nicht, habe ich heute. Mal gucken. Bei jedem Follow werden es weniger Punkte und wann wird der besiegt? Und beim Subscriben und auch und bla und so. Ich weiß nicht, was ich von diesem ganzen Gedöns halten soll. Ich halt immer weniger davon. Irgendwie immer den Eindruck habe, dass man los spendet und los subscribed und was sie natürlich machen können, ne? Weil so, ne? Das macht Sinn, weil es ist günstiger. Oder das hier finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Aber diese Dinger, ich weiß nicht nie, was ich davon halten soll. Von diesen. Naja, ich hab's einfach mal angemacht, ne? Schlecht wird's ja nicht. Studio, hier, so, ne? Da, wo der Chat ist zum Beispiel, ne? Da kann ich auch mal kurz zeigen. Da gehen Leute dran vorbei. Und da bei dem linken Fenster, da kommt demnächst auch noch ein Fernseher hin. Da wird alles nach draußen gesendet und so. Also wir versuchen das hier schon ein bisschen cool zu machen, ein bisschen lustig. Ich habe keine Ahnung, was draus wird. Ich hoffe, irgendwas Lustiges. Also. Herzlich willkommen, ne? Und, So sieht's aus. Mr. Wodka Titten. Herr Titten, Wodka. Klar, Rage, was ist denn los? Rage und der Joker, großartig. Also viel schöner kann es nicht sein. Das für die Leute, die das noch nie gesehen haben. Ich glaube, Mr. Wodka Titten ist der Einzige, der hier gerade zuschaut, der das noch nie gesehen hat. Ich habe vorhin schon gesagt, heute wird es nicht lang. Ich habe jetzt, ich habe 5 Spielchen mir runtergeladen. 3 davon habe ich schon gezeigt. 4 jetzt. Und das 5. zeige ich auch nochmal eben. Die waren nämlich alle echt günstig.
Also ich glaube, diese beiden Spiele gehören zusammen, aber ich habe echt keine Ahnung. Limbo und Inside ist echt gut gemacht. Also gehören die doch... Also ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich glaube, sie gehören zusammen, ne? Und Bloods... Wie heißt es? Blood Bowl? Habe ich aber gerade schon aufgegeben, weil ich das... Also... Es wird nicht gut genug erklärt. Bin ich schon da? Kann ich irgendwas machen? Ach so. Hallo? Hallo? Die sind eigenständig? Okay. Also, ich spiele das jetzt nicht. Das wäre eine geile Stimmung. Oh. Also, ich wollte nur gucken, was das für eine Art Spiel ist. Es ist also es ist genau wie das andere, halt nur in Schwarz-Weiß, wahrscheinlich irgendwie auf der gleichen Basis. Wahrscheinlich hat der Herr Wodka recht. Das sind alles so Dinge, die kann man mal demnächst so zwischendurch machen, weil die sind alle nicht lang, habe ich mir angeguckt und hat man mir gestern auch gesagt. Squee, übrigens auch einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Achso. Genau. Diese Spiele gekauft. Hallo, Squee. Ich dachte mir tatsächlich, dass dieses Blood Bowl... Ich hätte gehofft, dass es ein bisschen einfacher ist, aber wir haben hier demnächst jemanden, der mega Ahnung von Blood Bowl hat. Die spielen das hier jede Woche ein oder zweimal in real life, so mit Brettern und so, ne, halt. Und ja, wird wirklich kalt am Kopf. Ohne Scheiß. Ne? Hätte ich nicht gedacht. Du gehst ins Bett, Kronos, damit das mal klar ist. Hier, ne? Achso, nur für Kronos. Guck mal. Lass das jetzt, mach das jetzt bloß nicht. Ist leider los. Mr. DMD, ich würde ja sogar mit dir zusammenspielen, aber ich... Minecraft. Es tut mir leid. Aber danke, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Kronos, wie geht's dir? Kronos ist nämlich krank und ist hier eigentlich auch öfter mal im Studio und zockt ein bisschen, weil der kann das nämlich im Gegensatz zu mir. Und ist aber krank. Oder muss lernen. Oder lernt krank. Oder ist ein kranker Lerner. Aber wir haben einen Minecraft-Server. Haben wir noch einen Minecraft? Ja, wir haben, vielleicht haben wir sogar einen Minecraft-Server. Aber, also das spiele ich nicht. Und seht ihr, jetzt hat der Arden Games TV an Lebenspunkten schon 10 verloren, weil 2 Follows dazu gekommen sind. Und irgendwie verliert er 300 bei einem Sub und 150 bei... Ich habe keine Ahnung. Ich werde beim Krank sein und machen gerade Pause. Na klar. Also ich warne übrigens jetzt schon mal vor, ich mache auch nicht mehr lange, denn ich bin wieder seit 10 Uhr morgens hier und habe den ganzen Bürokram gemacht und ich muss morgen noch was machen und ich komme morgen Vormittag hierher. Und am Morgen Mittag bis ganz lange machen wir dann was. Und dann probieren wir Herr Werbwolf. Einen wunderschönen guten Tag. Auch für die Neuen, die gerade zugucken. Das hier ist einer der intensivsten, längsten Mitglieder. Das ist der Werbwolf hier im Chat. Der ist jetzt quasi gerade hier. Also das könnt ihr auch, ne? Wenn ihr Bock habt, mal mitzumachen, mitzuzocken, selber was zu machen oder irgendwas anderes vorzustellen oder so, ne? Kommt einfach rum und macht das. Das ist der Sinn von diesem Kanal. Also, dass es nicht nur darum geht, dass ihr jemandem beim Gaming zuguckt oder mit jemandem zusammen gamen könnt oder sowas oder euch bärtige Leute anguckt, die sich die Haare abrasiert haben und jetzt zum kalten Kopf haben. Ich habe vorhin schon gesagt, jeder Zweite ist dir zu peinlich und ich, es ist mir nicht zu peinlich, Mann. Es ist einfach arschkalt. Es ist einfach so kalt. Ich hatte möchte gern Dreadlocks, ne? Und es war so schlimm, die haben so die Haare zusammengerauft, also der konnte das gestern gar nicht richtig abrasieren. Und da hat er, in Essen ist das, richtig. Warte, ich schreib dir mal, schreib dir mal kurz was auf. www.
artgames.de, nämlich. Da gehst du auf Wo und dann findest du auch das Unperfekthaus. Und war es kurz auf unserer Seite. Ja. Das kommt immer ganz gut. Nein, auf jeden Fall habe ich das. Und dann, ich habe diese Sprüche. Moment, ist soweit. Nein, es ist noch nicht soweit. Ich habe noch keine Halbklatzer. Aber die müssen echt sich erstmal erholen und wieder. Also Wuppertal brauchst du nicht lange. Nein, überhaupt nicht. Alter, komm rum. Ohne Scheiß. Kumpel von mir wohnt auch in Wuppertal. Der Sack wollte sich seit Tagen melden. Kannst du ihn mal mit einpacken und hier rüberziehen? Yes! Das finde ich gut. Ich habe eine Info gekriegt, dass heute mein Geld kommt, was natürlich nicht gekommen ist, sonst würde da schon der Fernseher hängen, auf dem wir zusammen Star Trek gucken übrigens. Das heißt also, wir werden Star Trek gucken und ihr könnt uns beim Star Trek gucken zugucken. Sozusagen. Und was es mit der Kiste auf sich hat, möchtest du das kurz sagen, was es mit der Kiste auf sich hat? Komm mal kurz rum. Also, ne, Mr. Wodka tippen. Kannst du dir nicht einen anderen Namen aussuchen? Ich kann doch nicht die ganze Zeit sagen, Mr. Wodka tippen. Nürnberg ist doch ein Stück, aber pass auf, Squee. Wir haben ein Riesentreffen vor. Also wir wollen quasi hier in dem Unperfekthaus, das hat 6 Etagen und ganz viele Räume und der Scotty zum Beispiel, also der Werbwolf, ist unten im Keller und hat da sein Atelier und baut richtig coole Sachen, den stellen wir demnächst auch nochmal richtig vor. Mitte Januar machen wir hier ein Riesentreffen und da machen wir quasi eine familiäre, gemütliche Comic-Con. Ach Quatsch, Comic-Con, Gamescom, genau. Das heißt also, da, wo da 80.000 Leute pro Tag durchgeschleust werden und du 80 Stunden warten musst, um jemanden zu treffen oder um was zu spielen. Hier können maximal 400, 450 Leute rein. Eine Karte wird ein 20 kosten ungefähr. Du hast alle Getränke mit drin. Günstig was zu essen gibt's hier auch. Und alle Räume sind hier voll mit, ich hoffe, mit Anbietern und mit Leuten. Und man kann sich hier den ganzen Tag mit denen unterhalten, die treffen, in Ruhe zocken, Sachen. Also genau das gemütliche Gegenstück und wir machen die lieber 7 Tage lang. Also erstmal testen wir es mit 3 Tagen und ab dem nächsten Tag, nächsten Jahr 5, ab dem übernächsten Jahr 7, von mir aus 10 Tage mit wenig Leuten und einer coolen Atmosphäre als, sowas muss es natürlich auch geben wie eine Gamescom, aber man kann ja auch mal was anderes schaffen. Und wenn du Bock hast, dann da vorbeizukommen, ist der Kapinski dann auch da. Ich hoffe, der Kapinski hat mich mal wieder versetzt, Alex, falls du zuguckst. Das kann er nämlich gut, Leute versetzen. Der meint das nicht mal böse, aber der versetzt. Und wenn ihr Bock habt, dann ist es tatsächlich so, dass es halt Mitte Januar, der Freitag, Samstag, Sonntag, wird das Haus hier voll sein. Ich habe schon ein paar Zusagen, unter anderem von Sluggerfly, die Ben und Ed gemacht haben. Die kriegen hier einen Raum und packen den schön voll mit Merch und dann könnt ihr die ganze Zeit mit denen quatschen und zocken und so weiter und so fort. Na dann verlasse ich mich da besser nicht, dass er da. Das kannst du ihm ja mal schreiben, der Sack. Der weiß genau, dass er sich. Oh, ich hab dich vergessen, ich komme auf jeden Fall noch die Woche. Woche fast rum. Und, ich hab ja noch Zeit, Samstag, Sonntag, aber er weiß gar nicht, wann ich hier bin. Deswegen. Aber Squee, Plan Nummer 1 von Arten Games in diesem kleinen Studio hier im Unperfekthaus in Essen ist, ein 24-7-Programm zu machen. Also. Irgendwie müsste man das auf die Beine kriegen, dass hier so 2, 3, 4 Leute irgendwie das mitmachen könnten. Das wäre geil. Das zweite, also ist, was wir machen, 50% soll was mit Gaming zu tun haben und 50% mit anderen Sachen zum Beispiel, wie Sachen, die er macht. Oder halt Musik oder irgendwelchen anderen Sachen. Er zum Beispiel baut Roboter, die funktionieren von Star Wars nach. Nichts Spannendes. Kleinigkeiten halt. Das ist so. Ja, besser. Also, sie sehen auf jeden Fall so aus, als würden sie komplett funktionieren. Das wäre Plan 1. Plan 2, ein Studio im Süden, im Osten und im Norden aufmachen. Zwar ist da nicht so ein Unperfekthaus mit dran, aber Squee zum Beispiel könnte dann im Studio in Nürnberg vorbeikommen. Und könnte da mit Zocken Sachen zeigen und so weiter und so fort. Oder wenn Max Müller aus Hamburg halt erst 14 ist, aber der begnadetste XY-Typ ist, kann man das dann halt da zeigen und so. Für alle Sachen gilt, hier wird niemand vorgeführt, keiner wird verarscht. Hier ist nicht DSDS-Status, wo ich es geil finde, dass jemand hier reinkommt und sich zum Kasper macht, sondern es ist genau das Gegenteil. Das ist uns wichtig. Ausquie. Das wäre wirklich was. Aber wir müssen erstmal Schritt 1 schaffen. Irgendwie, das wäre super schön. Schritt 3 ist tatsächlich, dann habe ich mal wieder alles erzählt, was ich irgendwie erzählen sollte, musste. Ein Studio im Ausland am Strand, wo schönes Wetter ist, wo man Leuten, die
Sachen machen, so wie wir, sei es jetzt zocken, sei es malen, sei es schrauben, sei es was modellieren, sei es schreiben, sei es singen. Wunderbar. Okay. Wollten wir erst und haben Scotty und ich gesagt, machen wir nicht. Weil Weltherrschaft ist nicht so unseres. Wir sind eher so beim Star Trek-Gedanken, weißt du? Wir brauchen gar keine Weltherrschaft. Ja, natürlich würde ich mich dann darum kümmern. Ist ja auch ganz furchtbar. Auf jeden Fall, Studio, Beispiel, Hawaii am Strand, Haus mit 20 Zimmern und unten im Keller ist ein Studio. Und alle, die in der Community sind, müssen die Fahrt bezahlen, können aber da zum Selbstkostenpreis wohnen. Einfach nur, damit man Leuten zeigen kann, dass sie A, nicht alleine sind und B, noch was ganz anderes auf diesem Planeten existiert und man nachmittags surfen lernen kann und abends trotzdem ins Studio kann und daddeln kann, modellieren kann, singen kann oder was weiß ich nicht. Ist bescheuert, weiß ich, aber bis jetzt hat mich noch keiner ausgelacht. Ich weiß nicht, was die Leute zu Hause immer machen, wenn ich das erzähle, aber so hat mich noch keiner ausgelacht. Deswegen ist es eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, Schritt 4 haben wir. Thema Weltherrschaft. Ich habe mal, wer sich eventuell noch an Garmin, an die Werbekampagnen Garmin, diesem Navigationssystem, die hatten als Slogan "And the world is yours". Ja. Ich habe denen daraufhin mal eine E-Mail an Adresse eingerichtet, brain@acmelabs irgendwas, und hat dann im Namen von Brain sozusagen eine E-Mail, wie das denn dann aussieht, wenn ich einen Deal machen könnte, weil er sucht ja schon lange die Weltherrschaft an sich reißen. Und wenn die Welt dann seins ist, wie das denn dann aussieht, von dem ganzen Vorgehen her, da mehrere Welten gibt, die vergeben werden. Also von daher, sie haben leider nicht geantwortet. Andere haben auf sich mit Garmin Fantasie. Egal, völlig in Ordnung. So, komm mal raus. Ja, und zwar, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass ich ein Paket erwarte. Und weiß es so, ich meine, ich weiß nicht, wer sogenannte Lootboxen kennt. Lootboxen ist im Grunde eine Wundertüte für uns. Das heißt, man bezahlt einen gewissen Betrag im Monat und kriegt dafür ein Paket zugeschickt, wo aller mögliche Geek-Kram drin ist. T-Shirt, Motiv-T-Shirt, teilweise Tasten, was auch immer. Jedenfalls das Ding heute losgeschickt worden wird, ich denke mal Montag da sein, aber spätestens Dienstag. Und was wir dann hier machen werden, ist, wir machen hier ein Live-Unboxing sozusagen, packen das Ding dann hier aus und zeigen, was dann in der Lootbox von Get Digital in diesem Monat enthalten ist. Finde ich voll geil. Ich wusste, bis er mir das erzählt hat, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Die Mikroaktivation ist zu weit oben. Bricht immer ab. Ja, wir haben das gerade extra irgendwie lauter gestellt, weil... Nein, weil das so super laut ist hier. Hier sind 350, 400 Leute im Haus. Mein Handy ist abgeschmiert. Deswegen haben wir das gerade lauter gestellt. Dann müssen wir halt einfach noch ein bisschen lauter reden. Also... Habt ihr es denn verstanden? Also, der Scotty ist angemeldet wo? Get Digital. Bei Get Digital. Und da gibt es im Monat eine Lootbox. Und die bekommt er jetzt. Die ist on the way quasi. Und die packt er hier aus. Genau. Wir sind nicht aggro! Nein. Und da bin ich saugespannt drauf, weil ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ist doch meine erste. Also, ich habe schon viele Unboxings gesehen im Netz, aber ich habe noch nie selber mir eine bestellt, zumal das bei amerikanischen Lootboxen immer etwas schwierig ist mit dem Zoll. Und das ist jetzt halt ein deutscher Anbieter, also von daher habe ich gedacht, okay, versuche ich das einfach mal. 30 Euro im Monat ist mir das wert. Ist aus. Bist du hier noch? Ich komme hier nicht mehr. Ist schon kaputt, weil so viele Leute hier sind. Stimmt, wir haben ja wieder Bitcoin. Ja, bitte. Also, ich möchte jetzt keine Aussage hören. Ich kenne nur interessante Leute, die sich mit diesem Bitcoin-Gedöns beschäftigen. Weiß nie so richtig, was ich davon halten soll. Jo, guck mal, Arten Games TV wird langsam richtig platt gemacht. Jetzt sind es schon mal 3318 von 3333. Das ist wieder so ein lustiges Spielzeug.
Jedes Mal, wenn jemand followt, wird was abgezogen. Okay. Aber nur 5, glaube ich. Wenn jemand subscribed, glaube ich, 300. Wenn jemand donated, glaube ich, 200. Ich habe keine Ahnung. Wenn man tot ist, wird der Sender eingestellt. Ich habe keine Ahnung, weil ich weiß nicht, was dann passiert. Das stand irgendwo. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß es nicht. Deswegen bin ich so neugierig. Also Leute, macht Arten Games TV kaputt, ne? Genau. Super spannend. Ja, das Netz ist sehr langsam. Also ich bin zwar drin, aber... Ja, was soll's. Nein. Das werden wir auf jeden Fall. Wann meinst du, wann ist es da, das Paket? Ich hoffe auf Montag. Also DHL ist normalerweise relativ fix, wenn die. Montag, aller spätestens Dienstag sollte es eigentlich sein. Ich habe auf jeden Fall in meiner Lieferung-App habe ich das gebaut, sodass ich genau erfahre, sobald das dann da ist. Ich finde dieses, also ich mag ja sogar den Namen Mr. Wodka-Titten. Vor allem interessiert, oder was Wodka-Titten sind, aber. Da will er uns wahrscheinlich mehr, oder? Ja, da kommt keine Milch raus. Richtig. Versuch's doch einfach mal. Hätte man 1000 Euro in Bitcoin, als sie... Ja. Kronos. Das ist alles blödes Gelaber. Also, hier oben war eine Vorstellung, ne? Also erstens, wenn du im Unperfekthaus, meiner Meinung nach, unter Blockchain, was weiß ich nicht, was machst, und dann das Wort Blockchain nicht einmal genannt wird, sondern... Und das habe ich denen schon ins Gesicht gesagt. Also deswegen darf ich das hier sagen. Und dann eine Veranstaltung machst, wo es nur um Bitcoins geht und jemand wie ich, der keine Ahnung davon hat, wie die Hälfte der Leute, die da waren, sich genau 2 Sprecher anhören muss. Der erste kommt aus Indien und spricht nur Englisch oder Syrien und spricht nur Englisch. Ey, das ist ja nicht schlimm. Ich habe ihn auch verstanden, weil ich fließend Englisch kann. Aber die Hälfte der Leute, die da saßen, nicht. Und der zweite war ein Holländer, der auch nur gebrochen Englisch gesprochen hat. Das ist dann schwierig. Und dann zeigt der eine Kurve. Und zeigt dann halt auch. Und sagt genau das auch. Hättest du gekauft 1000 Bitcoins, dann wäre so jetzt hier und da und da zu verkaufen. Dann sagt die, wann waren das? Ja, 2005. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, 2015. Dann alle, ja, und seitdem? Ja, seitdem. Geht so runter. Und dann traut sich ja keiner was zu sagen. Dann sage ich, ja, warum soll ich denn dann heute Bitcoins kaufen? Dann sagt er, ja, weil es ja irgendwann wieder nach oben geht. Sag ich, ja, wann denn? Ja, so in ein paar Jahren vielleicht. Sag ich, ist ja klasse. Das ist ja ein tolles Verkaufsargument, was du hier hast. Und, Aktien. Ja. Alles Quark. Ja, ich weiß, dass das dann alles anders verlaufen wäre. Bla, bla, bla. Also, Kronos, lass dich da nicht voll quatschen. Ehrlich nicht. Das ist nicht so cool, wie da manche Leute sagen, dass es angeblich sein sollte und so. Ehrlich. Deswegen, weil du das jetzt gesagt hast, kauft er sich jetzt keine und in 2 Jahren hätte er dann 30 Milliarden. Ja. Bitte ewig dann. Genau, also, was machst du denn jetzt? Wodka Titten, weil in der Serie Two and a Half Man Jake so geil mit... Okay. Oh Gott, ich glaube, ich habe alle Folgen mit Sicherheit 8-mal gesehen. Aber nicht freiwillig, sondern das lief ja eine Zeit lang nur und überall. Aber kann ich mich gar nicht dran. Super lustig. Hast du mal entfollowed und gefollowed? Geht das? Könnt ihr mit Arten Games TV zerstören? Ich glaube nicht, dass das geht, oder? Cool. Sind doch jetzt von 1500. Naja. Pass auf, Kronos. Ich bin schon doppelt so alt wie du, fast. Und mein bester Freund, mein ältester Freund, mit dem saß ich zusammen im Sandkasten, tatsächlich, hat auch mal vor 15 Jahren, da hieß es noch ein bisschen anders und so, so Sachen erzählt bekommen und Statistiken gezeigt bekommen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt... War es das eine Mal im Leben, wo mich jemand um 2 Uhr nachts angerufen hat und mir gesagt hat, kannst du mich bitte abholen? Ich bin ins Auto gestiegen und habe 5 Stunden lang mein Auto durch die Nacht gejagt, habe ihn heulend irgendwo abgeholt, weil er nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und ist ausgenommen worden wie eine Weihnachtsgans und verarscht worden wie eine Weihnachtsgans und so weiter und so fort. Ich wünsche dir
dass das super funktioniert und dass das richtig toll ist. Ich habe aber leider mitbekommen, wie Leute mit sowas verarscht werden. Sofort. Wenn das so ist, dann kauf doch jetzt. Richtig, zum Glück habe ich so jemanden, der das auch für mich gemacht hat einmal. Also, wenn jemand sagt, hast du so einen, wenn es soweit wäre, habe ich und hatte ich tatsächlich schon in meinem. Was ich total wichtig finde und so. Aber echt, Kronos, sei vorsichtig. Du hast super viel Energie und gerade solche Leute lassen sich ganz schnell von Sachen begeistern und kriegen dann ganz schnell links und rechts auf der Mappe. Du bist klug, das weiß ich auch. Und nur an alle, ein gut gemeinter Rat, wenn irgendjemand kommt und sagt, ey, Cosmas, mal kurz 1.000 Euro. Scotty, 1.000 Euro, komm, nur mal kurz. Investieren. Und dann zufälligerweise 2 Monate lang alles den Bach runtergeht und du alles verloren hast, dann ist das halt doof. Und natürlich, hätte ich das 2 Monate früher gemacht, dann hätten wir vielleicht und so. Dann wären wir jetzt reich und so und bla und so. Ich will damit nur sagen, also das, was die da oben, ich weiß nicht, die sind gerade jetzt wieder hier, deswegen fällt mir das auch ein wenig schwierig, darüber zu reden und so. Aber, weiß nicht, was die hier machen. Das ist alles diese ultimative Selbstlobhudelei, um sich erzählen, wie toll wir sind. Und diese Chaka-Veranstaltung kann ich sowieso nicht leiden. Wenn einer reinkommt und mir das erste einen Check von 1 Million zeigt und sagt, wenn du das machst, was ich gemacht habe, dann kannst du das genauso und das so, dann kotze ich schon direkt. Und dann hat das für mich immer diese Network-Marketing-Sachen, weißt du? Der Punkt ist, Bitcoins macht jetzt für mich keinen Sinn mehr, weil die Gewinnspanne zu gering ist und 100 Euro Investment, ja. Kluger Mann, sag ich doch. Ja, ich sag mal, ein Professor hat mir das mal in einer Wirtschaftsvorlesung gesagt, oder hat uns das gesagt, in dem Moment, wo einem ein Finanzprodukt angeboten wird, von wegen hier, wenn du jetzt investierst, kriegst du riesen Gewinnspanne. In dem Moment ist es schon zu spät, weil die bieten erst das Ganze dann an, wenn sie selber schon das ganze Geld abgeschöpft haben. Hey, K, Joe, HD, hallo! Verzeihung, habe ich in meinem Redeschwall gerade übersehen, dein Hallo. Aber guck mal, da ist sogar jemand, habt ihr echt drüber gequatscht, dein Professor oder so, ehrlich? Ja, ja. Ich habe da auch mal BWL studiert nebenbei. Daher, und da war das Thema durchaus auch, halt, wenn irgendwie ein Banker dir sagt, hier, das ist jetzt total toll und mach das mal, das ist dann immer schon zu spät im Grunde, weil die Banken haben zuerst investiert und brauchen jetzt nur noch Leute, die dann das Geld refinanzieren, das sie dann rausholen. Also von daher, man muss im Grunde genommen auf sowas stoßen, bevor ein Banker auf die Idee kommt, einem das anzubieten. Dann hat man noch eine Chance, auch selber was rauszuziehen. Ja. Oder auch andere Finanzanbieter. Ja, logisch. Deshalb muss man, wenn, dann selber die Börse. Ja. Kryptocoins. Erklär mal Leuten ab 35, warum sie in Kryptocoins. Das hört sich an wie der Hund von, wie heißt er? Superman. Genau. Krypto. Warum soll ich in den Hund von Superman. Ich meine, wer ist der Hund von Superman? Würde ich investieren übrigens. Ist aber schon immer so gewesen und wird auch immer so bleiben. Ja, richtig. Ja, mit Kryptocoins ist sowas. Ja, halt nur anders, wahrscheinlich. Ja, alles, was ich, ist klar, und wir Deutschen sind da besonders schlimm, weil alles, was wir nicht anfassen, riechen, schmecken, fühlen können, ne? Wenn was können, wird es erstmal kaputt geregelt. Eben. Ja, Lukas, kenne ich noch. Weiß ich noch, alles gut. Weil die Dinger sauschnell steigen. Ja. Das Problem ist, diese Steigerung muss irgendwo herkommen. Und das ist wirklich, wenn du ganz am Anfang einsteigst, hast du die größten Chancen, was rauszuziehen, weil alle, die später einsteigen, finanzieren deinen Gewinn mit. Und wenn die anfangen, das oben abzugasen, im Grunde genommen, gewinnen, das Ganze abstoßen, dann bricht das unten zu. Deswegen. Und irgendjemand müsste mir mal erklären, wenn jetzt Leute für 100 Milliarden Kryptocoins kaufen, ne? Coach ist da! Coach, ich habe gerade Blatt, wie heißt das, Moped? Blood Bowl 2 angeschmissen, ich raff nix. Ich raff keinen. Nicht mal von dir. Prunoob.
hat gesehen, das Spiel ist mal wieder schuld. Bei mir ist es immer die Spiele schuld. Pronoop hat das schon ganz richtig erkannt. Also, um mal meinen Gedanken zu Ende zu bringen. Wenn Leute für 1 Milliarde Bitcoins was kriegen, was ist denn dafür da? Das ist doch nichts anderes, als jemand packt 100 oder packt 1 Milliarde irgendwo hin und da passiert ja nichts für. Mit diesen Coins wird ja nichts gemacht. Also man kann in Japan in einigen Restaurants inzwischen sein Essen damit bezahlen, habe ich gesehen. Ja, das ist super für alle Europäer, Amerikaner und die restlichen 95% dieser Welt. Das ist ein reines Trading-Ding. Aber wie soll man damit Gewinn machen können? Weil andere Leute es haben wollen. Und es ist halt so, das Ding ist super schwer zu farmen. Weil wenn du die Teile werden ja gefarmt mit Computern, die irgendwelche komischen Rechenprozesse. Aber von was? Das ist wie Aktien. Pass auf. Wenn Adidas 1000 Aktien hat und ich kaufe eine davon und die Firma ist 1 Milliarde wert, kann ich dir genau sagen, wie viel meine Aktie wert ist. Wenn dann einer sagt, boah, ich will auch eine haben und biete dir mehr, dann steigen die Aktien. So funktioniert das. Aber wenn der Scotty und ich jetzt Bruck erfinden, jetzt gerade eben Bruck, das ist die Name. Das ist die Währung auf dem Zwergen-Nachbarplaneten von Kronos. Ja? So, und Bruck hat einen Gegenwert von X. Völlig virtuelle Kacke. Und in diesem Moment, wenn Leute dafür bieten, dann wird es getradet, weil, also aus nichts erschaffe ich. Richtig. Das kann doch nicht funktionieren. Nur für ein paar. Auf der gleichen Technik basiert der gesamte Aktienmarkt. Es ist nichts dahinter. Wir haben inzwischen so viel Geld, das im Umlauf ist weltweit, virtuelles Geld, Buchgeld, wo nichts hintersteht. Ein Vielfaches des Wertes der Erde. Das ist wirklich einfach nur, ich will es haben, deswegen bezahle ich mehr. Und dann der Nächste will es wieder haben, okay, dann verkaufe ich es jetzt mit Gewinn. Und dann wird das immer teurer und teurer. Und bei den Bitcoins ist halt so, jeder Bitcoin ist immer schwerer zu farmen als der vorherige. Weil die Rechenprozesse, die dafür notwendig sind, immer komplizierter werden. Und dadurch werden die Dinger automatisch selten. Und dadurch entsteht dieser ganze Wert. Aber es ist im Grunde genommen genauso ein virtueller Wert wie Geld. Geld hat ja auch keinen reellen Wert mehr, seitdem da kein Silber oder Gold mehr hintersteht. Okay, es ist nur der Wert, den wir denen geben. Und bei denen ist halt einfach dieses Seltenmachen durch die immer schwerer werdenden Rechnungsprozesse und dass die Leute gerade alle geil drauf sind, Dinger zu haben. Alle die Hoffnung haben, dass sie so wertvoll werden, dass sie sie dann wieder mit Gewinn verkaufen können. Oh, hier gehen Nachrichten. Du hast einen Coin, der ist neu und 0,01 Cent und du selber investierst 1000 und ich hasse diesen Grafikkarten Bitcoin, doch nur meine eine. Ja. Wer will den nicht haben? Das ist wie Aktien, ja, genau. Ne? AK Joe HD, du musst das nicht immer alles zweimal posten. Ich kann read hier. Sogar in different languages. Lukas, alles gut, entspann dich. Achso, du meinst, so funktioniert. Janus, moinsen! Das hört sich immer komisch an, wenn man sowas sagt, aber Mr. Wodka Titten hat recht. Kannst du nicht einen anderen Namen geben, Mann? Mr. Wodka Titten hat, also, was heißt Schwachsinn? Also, es ist aber wieder dieses typische, pass auf, dann machen wir es doch ganz anders. Der Coach ist da, also erstmal einen wunderschönen guten Abend euch allen. Ne? So. Genau, so. Jetzt, alle, die jetzt gerade da sind, wir sind hier, da 12 Leutchen, irgendwie sowas. Warum denken wir uns denn jetzt nicht irgendwie eine Währung aus, kreieren einen Hype darum und die einzigen 12 Leutchen, die dann davon abgreifen und ich doppelt, weil mein Board noch da drin ist. Schränke Tinte künstlich. Ja, stimmt eigentlich, hier. Alle mal Ausrufezeichen Tinte eingeben. Nein, aber im Ernst, unsere Währung ist ja hier Tinte. Nehmen wir Tinte, ist ja scheißegal. Kreieren Hype darum, die einzigen, die abgreifen, sind wir. Weil wir ja quasi 100% der Liter an Tinte, die es im Moment gibt, repräsentieren. Dann. Gibt ja nicht mehr. So, und wenn wir die raushauen, dann werden nur wir profitieren. Aber könnte ich Tinte an jemand anderen abgeben? Klar. Ja, du musst mir das nur sagen. Also ich könnte mit Sicherheit sogar einrichten, dass ihr das geht. Ihr könnt ja auch drum spielen.
Warte mal, wie sind nochmal diese Befehle? Ich weiß es gar nicht. Könnt sogar drum spielen. Minigames. Ja, Ausrufezeichen Bruch, Ausrufezeichen Challenge, Ausrufezeichen Fight, Ausrufezeichen Boss. Ihr könnt rumstehen. Kann ich sicher noch ein, dass ihr gegenseitig euch Tinte schenken könnt oder so. Das, denke ich, wird schon funktionieren. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Selbst wenn ihr das über einen Händler macht, es gibt ja auch so Broker, dann Olli ist die Trading-Börse. Genau, wir gehen jetzt da zu den Leuten hin, die Bitcoin-Sachen machen, sagen, passt mal auf, für 1000 Liter Tinte kaufe ich euch so ein Bitcoin. Tinte ist total toll. Genau. So, und dann sagt der andere, Moment mal, ich geb dir aber anstatt 10 Euro für 10 Liter, gebe ich dir 15 und so steigt der Wert. Ganz genau. So, das heißt aber, das virtuelle, der virtuelle Scheiß, wenn das dann an den 8., 9., 10. für 3000 Euro weiterverkauft ist und alle haben bis dahin Gewinn gemacht, dann sagt der 11., bist du bescheuert? Für das Wort 11 Liter Tinte oder 10 Liter Tinte zahle ich doch keine 3000 Euro. Und dann versucht er das an andere Leute loszuwerden. Das heißt, für nichts, aus nichts wird Geld gemacht, also geht es auch wieder ganz schnell weg. Und das ist halt einfach. Und dann vertippst du dich mal wieder irgendwo bei dem Tinte-Generator und auf einmal kriegt jeder 2000 Tinte geschenkt, damit bricht der gesamte Wert zusammen. Oder so. Es gab da mal eine sehr interessante Kurzgeschichte, wo jemand eine magische Flasche hatte, die Wünsche erfüllen konnte. Und das Problem ist allerdings, wenn man stirbt, an dem Moment, wo man die Flasche hat, fährt die Seele sofort zur Hölle. Man durfte diese Flasche immer nur zu einem günstigeren Preis verkaufen, als dass man sie gekauft hat. Also wenn ich sie für 10 Euro jetzt meinetwegen gekauft habe, darf ich sie für maximal 9,99 Euro an jemand anderen verkaufen, sonst kriege ich sie mal wieder. Und irgendwann war es halt so, dass die Frau, glaube ich, hat und dann diese Flasche gesucht hat und dann war die so wenig wert im Grunde genommen, dass es kaum noch eine Währung gab, die im Grunde genommen da tatsächlich gegen eingetauscht werden konnte. Und es ist im Grunde genommen so das negative Beispiel davon. Irgendwann ist Ende. Irgendwann ist wirklich Ende. Das Ganze bricht zusammen. Ja. Wir werden alle sterben. Weißt du was? Ja, Janus hat vollkommen recht. Nun, das monetäre System basiert doch darauf, dass Geld aus Schuld erschaffen wird. Anders geht es ja auch nicht. Also so abwegig ist das Ganze tatsächlich nicht. Russell, wenn du Bock hast, mit uns einen Plan zu schmieden, wie wir die Tinte oder den Gronk oder wie hab's gerade genannt? Nee, Grok, Gruk, Gruk, Burg, Brock, was weiß ich, unter die Leute bringen, sehr gerne. Es wäre ja mal ein schönes Experiment. Es wäre wirklich mal ein schönes Experiment, das irgendwie aufzuziehen. Und ey, wir haben hier im Haus ungefähr 200 Schwätzer. 200 Blockchain-Bitcoin-Schwätzer. Lieber Reinhard Wiesemann, wenn du gerade zuguckst, weißt, ich mag dich und ich würde es dir auch ins Gesicht sagen. Ich habe es denen auch schon ins Gesicht gesagt. Ich finde das sehr merkwürdig, was hier abgeht teilweise. Also, den können wir, ey, wenn ich mir den Bart rasiere und hier, ne, Pläte habe ich ja schon hier, dann dürfen die alle mal über den Glückskopf streichen, weißt du? Und dann, schwätzen wir denen hier die Tinte auf. Bit-Tinte. Titcoin. Tintcoin. Wodka-Titcoin. Genau. Es gibt andere Geldsysteme, aber das bestehende System zu ändern ist halt schwierig. Hat er recht. Coach BTL. Ich wiederhole mich. Ich habe Blood Dingster Blow Bowl 2 gekauft und ich habe es versucht. Es funktioniert nicht, weil das Spiel doof ist und ich es nicht verstehe. aber es ist da, falls du Bock hast. Und es sieht lustig aus. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt 150 Schwänzer mindestens hier. Und ich habe schon im Eskimo einen Kühlschrank verkauft. Das kann ich. Ehrlich. Man sollte das wirklich mal ausprobieren, glaube ich. Man sollte das mal ausprobieren und dann den Leuten nachher sagen, hier, Idiot. Irgendwie sowas. Kalt ist es trotzdem. Mit dir mit? Gerade eben, als du hier so rübergegangen bist, da hat man das nämlich nicht gesehen. Den großen Bart. Weil der dann nach hinten war und dann. Bist du schon als Terrorist beschimpft hier, ne? Doch mal. Was ist denn los? Das sind meine 12 treuen Gefolgen, die hier zuschauen. 12 Ringe. Ich werde es dir bei nächster Gelegenheit erklären. Das ist zu spät, Coach.
Ich will das Spiel können. Jetzt? Jetzt, genau. Hast du ein Tutorial mitgemacht? Es gibt kein Tutorial. Es gibt kein Tutorial. Es soll ein Tutorial sein, aber das ist totaler Schwachsinn, weil es scheiße erklärt wird und du kannst es nicht nachgucken. Und der blendet dir, jetzt mach das und das, jetzt mach das und das, jetzt mach das und jetzt, und du kannst, und dann sitzt du da, ja, ist ja spannend. So ungefähr. Und dann ist die Steuerung ist ziemlich blöd. Wenn der eine angeklickt ist, langt es nicht, wenn du den anderen auch anklickst, sondern, ach, das ist einfach Blödsinn. Steuerung, oder? Ist auf jeden Fall, wie immer, die Schuld des Spiels. Mach doch mal eine Page über Tintcoins. Mit Währungsumrechner und so weiter. Das geil. Rechnet man das denn? Ach, warte mal, ich mach mal wieder die NES-Typen. Könnt ihr ja noch mal lassen. Das ist eher so der Rapper aus Krödelheim, ne? Okay, ja, alles klar. Ja. Wobei ich Moses P. eigentlich ganz cool fand. Immer mal so. Coach hat aber noch keine Zeit. Dann hau ab! Geh! Coach, tschüss! Verstehst du? Sind Tintcoins Krypto? Wenn du uns jetzt noch erzählst, was das heißt... Wir definieren es einfach als Krypto. Wenn du uns noch erzählst, was das heißt, dann ja. Ja, geil, dass die berechnet werden. Das sind mit diesen Rechnungen wie bei den Bitcoins, wo immer irgendwelche mathematischen Rechnungen stattfinden. Die werden immer komplizierter und erst wenn die abgeschlossen sind, genommen dann der Logarithmus durch ist, ist dann wird ein neuer Bitcoin erzeugt. Aber die werden dann immer schwerer und schwerer, weil ich weiß nicht, wie viele Milliarden Zellen diese Zahl inzwischen hat, Schuss. Die da berechnet werden müssen. Ciao, Coach. Endlich! Hinter jedem Tintcoin müsste eine Blockchain stehen. Ja, wenn man, guck mal, das rafft kein Mensch. Was ist denn das? Also zumindest kein Mensch über 30 rafft das. Über 25 glaube ich auch nicht mal. Ich habe bis heute nicht kapiert, was dieses Blockchain überhaupt heißen soll, weil wir haben da Blockchain-Hotel dran stehen. Genau. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt der Unterschied zwischen einem normalen Hotel und einem Blockchain-Hotel sein soll. Hier ist die Blockchain-Konferenz. Die größte Blockchain-Konferenz Deutschlands ist hier, gerade eben. Und die wissen, ich wette die Hälfte weiß selber nicht, was Blockchain ist. Es ist cool, das ist es. Genau. Ich gehe jetzt. Ja. Coach, komm doch einfach, geh und komm hierher. Estland macht ja jetzt den Estcoin. Ey, da lass uns echt... Wir brauchen einen coolen Namen. Wir machen jetzt unperfekt aus dem Uncoin. Das ist ein perverser Coin. Das ist ein Perf-Perf-Coin. Perf-Perf-Perf. Nein. So Tintcoin ist schon mal gar nicht so doof. Estland macht den Estcoin. Was ist mit Estland los? Wieso haben wir dann keinen Deutschcoin? Einen Deun. Hört sich an wie einer von den Zwergen aus der Hobbit. Also pass auf, man könnte es ja ganz krass machen. Du kriegst, glaube ich, immer noch 75% der Deutschen, wenn du ihnen eine deutsche Mark gibst. Lass es uns nur in Deutschland machen und einfach eine Mark, also nicht die deutsche Mark, weil das ist wahrscheinlich geschützt und so, aber Mark. Bitmark? Mark Bit? Die Bitmark? Marki Mark. Janus, ja, dein Vater ist Professor für technische Informatik und der versteht das. Natürlich, ein Professor für technische Informatik versteht das. Wir sind nicht alles Professoren für technische Informatik. Wir sind normale Leute, die einfach nur hoffen, da Kohle rausziehen zu können. Die verstehen das nicht. Der Boobcoin, den finde ich, ich finde den Boobcoin sehr geil. Krypt, wenn man noch einen T dazu macht. Kryptmark. Aber damit C vielleicht? Das ist ja, ja, vielleicht, ja gut, aber Mark ist halt auch, deutsche Mark ist ja nun mal die Währung, ne? Die deutsche Mark. Mark ist ein Name halt, ne? Mark war auch nochmal eine Währung. Reichsmark war es, glaube ich, ne? Ja. Da gab es die Rentenmark und dann gab es die richtige Währung. Ja. Mark Opolo. Ich habe einen langen Tag gehabt. Also ich auch. Ich bin auch seit morgen um 9:30 hier oder so. Ey, und ich habe die ganze Zeit nur hier Zeug gemacht. Aber egal. Den Boobcoin gibt es dann auch mit Nippel. Der muss dann aber bitte größer werden, wenn es kalt wird. Aber Grussel, genau das darfst du ja nicht. Stimmt, das darf man hier ja nicht. Das, nein, aber genau das darfst du ja nicht. Der darf ja nicht physisch werden, weil das kostet ja Geld.
Das kostet ja Geld. Das darf ja nur Artmark. Artmark finde ich cool. Monk ist live. Macht's gut. War schön mit euch. Schön, dass ihr hier wart. Jetzt ist ja alles weg. Alles zu Gronkh und ich auch. Nein, pass mal auf, wir machen einfach, das Logo ist eine Ameise. Markant. 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 Ja, ich hab's verstanden. Also der Boobcoin nur echt, wenn durch Männerbrüste gepresst. Also Boobcoin gibt es, glaube ich. Was, im Ernst? Leben nicht. Boobcoins. Ja. Oh Gott. Boobcoin.com for some reason recreates to Kraken. Ach so, das ist tatsächlich. Ficken! Google den Shit, haben wir schon. Gibt es. Also, ich glaube trotzdem, dass es funktionieren würde. Und gebt den Deutschen oder Deutschsprachigen eine Mark. Also den Schweizern brauchst du nichts geben, die sind uns allen meilenweit voraus. Aber gebt den Deutschen eine Mark und ich glaube, es würde funktionieren. Muss nur so heißen. Ja. Weil, ja gut, die meisten Deutschen, die wollen immer noch was in den Finger haben. Ich meine, ich mache das auch eben gern. Ja, die wollen halt den Finger haben und nicht virtuell. Deswegen, selbst wenn das Mark heißt, dann müsste man im Grunde eine Währung erschaffen. Hey, Münzen sind zu teuer, glaube ich. Kommt drauf an. Du machst eine Münze aus Weichblech, dann kostet die in der Produktion meinetwegen 2 Cent und sagst, die ist jetzt gerade markant wert. Ist ja aber eine ganz andere Sache. Was ist denn der Bürger an sich, ne? Also wir Vollpfosten, wir stehen ja viel zu selten auf, sagen Stopp. Wir könnten ja viel mehr machen und dann müssten die ja was ändern. Aber das trauen wir uns ja alle nicht oder die meisten trauen sich nicht. Müsste ja das Gras betreten. Aber, bitte? Man müsste ja für das Gras betreten. Genau. Aber was wäre denn jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, ist ja alles schön, druckt eure Mark oder so und wir führen eine eigene Währung ein. Mit von mir aus Scheinen und Coins. Und es kommt dann halt nur darauf an, dass die Leute das auch mitmachen. Ist rechtlich tatsächlich problematisch. Also du darfst sowas machen im Rahmen, dass zum Beispiel wie jetzt hier, wenn eine Apotheke so klein, eine Apotheke bei uns, die gibt so eine Münze raus, wenn man davon ein paar hat, kann man die wieder eintauschen gegen irgendwas. Wenn du das allerdings als Netzwerk aufbaust, dass tatsächlich diese Währung eingesetzt werden kann, übergreifend, dann greifst du, glaube ich, in eine spezielle, gegen ein spezielles Gesetz ein, wo tatsächlich nur die Europäische Bank tatsächlich nur Geld, eine Währung an und für sich herstellen und vertreiben darf. Und da hast du tatsächlich ganz schnell ein rechtliches Problem mit. Ja, eine Bank wurde ja mal von uns gemacht, ne? Eine Bank wurde ja mal für uns gemacht. Das war ein Ort, da konnten wir unser Geld oder unser Gold hintun. So, und jetzt sagt die Bank, was wir mit unserem Geld und Gold machen können, oder was? Was Dreckscheiße ist denn das eigentlich? Ist auch wurscht. Fakt ist, ich bin bei dieser Coinbit-Internetnummer sehr skeptisch und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir es seriös oder cool oder locker oder wie auch immer verkaufen würden, dann ist die Bitmark, Fürst Bitmark, keine Ahnung, scheißegal. Fürs Bitmark ist wieder witzig. Wenn man, es muss nur einen Namen haben, den man sich merken kann durch irgendwas. Und der Herr Bismarck war, glaube ich, unser letzter Kaiser, König, irgendwie sowas, ne? Bismarck, keine Ahnung. Fürst. Bismarck, ich weiß es nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Irgendwie, auf jeden Fall kennt man den Namen fürs Bismarck, allein vom Saufen wahrscheinlich. Oder so. Wenn man die First Bitmark hat, die First Bitmark. Das ist wieder zu lang. Stell dir mal vor, du gehst über die Straße, ey, hast du mal eine First Bismarck? Nö. Bitmark? Nein, es ist die Bitmark. Also die, oder die Bitmark, je nachdem, wie man das halt. Und halt, es ist die erste. Also, First. Und so kann man, das ist ein Werbeslogan. Ist auch scheißegal. Glaube ich, dass tatsächlich Leute so dämlich werden und dafür Geld bezahlen würden. Und wir würden das ganze Geld nehmen und würden dann sagen, oh, Inflation. Ja. Olli säuft sich ein und haut mal ordentlich ein paar Liter Tinte raus.
Und dann ist halt Schluss, ne? Ganz klar. So. Jetzt ist der Coach tatsächlich weg. Ach Coach, das tut mir leid. Es gibt immer Leute, die sowas kaufen. Leute, die kaufen für $4,999 eine App, die nichts anderes hat, als auf dem iPhone einen kleinen roten Diamanten anzuzeigen. Also, was? Ja. Das ist die teuerste App im App Store von Apple gewesen. Kostete $4,999 und das Einzige, was die gemacht hat, ist, du hast nur das Icon gehabt. Es hat nicht mal was gestartet, sondern nur das Icon war auf dem Startdisplay. Ein roter Diamant. Einfach nur, um zu zeigen, ey, ich hab Kohle und es ist mir alles scheißegal. Super. Hm? Ja. Und unser eins, ja, ist ja nichts. Soll's. Immer ein Idiot schon geboren, der dem man irgendwas. Ja, aber ich will damit ja nur deutlich machen, das ist halt schon angelaufen. Und ich glaube nicht, dass damit noch Leute vernünftig Kohle. Nicht, wenn du jetzt einsteigst. Nee, damit ist jetzt nicht. Aber wir können ja gerne sowas erschaffen und selber zu Arschlöchern machen. Und danach alles in diesen, in gute Zwecke stecken, um es dann irgendwie zu rechtfertigen. Pass auf, wir machen die Bloodcoin. Und es wird immer nur jedes Mal ein neuer generiert, wenn du bei Blood Bowl 2 was gewonnen hast. Das ist so selten, dass das Ding richtig wert wäre. Ja, das stimmt. Sind ja, jetzt genau. Alle bei Gronkh, keiner schreibt mehr. Ja, richtig. Der Black Lotus, ja. Mr. Wodka hinten. Es ist furchtbar, das. Ich find's lustig. Ich denke tatsächlich, dass bis auf du und Grusel und wir beide jetzt wahrscheinlich sind. Aber das ist nicht schlimm, ich würde es jetzt auch machen. Ich wollte rein theoretisch, jetzt geht die Welt gerade draußen unter, auch das noch. Ja, es dauert noch. Ich wollte auch eigentlich tatsächlich nur zweieinhalb Stündchen machen bis um 6. Denn morgen bin ich am Mittag hier. Und sogar schon am Vormittag, muss aber hier noch 2 Stunden. Also ich saß jetzt hier 6 Stunden und habe Bürozeug gemacht. Und ich keinen Bock mehr. Muss aber tatsächlich bestimmt noch 1 Stunde oder 2 machen. Oben gelesen, Werbwolf? Ja, habe ich gerade gelesen. Er hat ja nochmal auf diese Diamanten-App hingewiesen, die jetzt nur noch 999 kostet. Wo denn? Achso. Ja, und dass wir jetzt eine Funktion dahinter haben, musst du jetzt einen Taschenrechner. Also du hast einen Taschenrechner für 1000 Euro. Aber wieso? Wieso muss das eine Funktion haben, wenn doch Leute so dämlich sind? Ja. Was ist denn das? Das ist die Black Lotus-Karte. Die ist eine Magic-Karte. Die war früher extrem häufig. Hat allerdings die Funktion. Warte. Muss ich zeigen, ne? Sonst werden die Leute böse, ne? Weißt du? So. Achso, okay. Also die Karte, das ist aus Magic the Gathering. Das ist ein Kartenspiel von Anfang der 90er bis heute, gibt es immer noch. Yu-Gi-Oh! Ich habe Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ah, das ist Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering ist wirklich Anfang der 90er, oder Ende der 80er, Anfang der 90er rausgekommen. Ich fand Yu-Gi-Oh! Trotzdem geil. Das mag ja sein, aber das ist das Ursprüngliche. Jedenfalls, diese Karte war damals total häufig vorhanden, macht im Grunde fast nichts. Allerdings gibt es hier diese Funktion, um da dieses Mana rauszuziehen, eine andere Karte zu starten, musst du das Ding discarden. Und also sprich, discarden heißt eigentlich heute, du legst das Ding weg. Früher hieß es allerdings, man muss diese Karte zerstören, also zerreißen. Deswegen ist die Karte so selten geworden, weil alle ihre Black Lotus zerrissen haben, dass die inzwischen $2,500 wert ist. Ich habe einen Kollegen, der tatsächlich, der hat hier in Essen hat er ein Fantasy-Store mit für Kartenspiele und so. Der hat wirklich, wenn die Leute bei ihm eingekauft haben, jeder hat einen Black Lotus in die Einkaufstüte reingekriegt. So häufig war dieses Ding. Das Ding ist, wie gesagt, jetzt heute richtig, richtig viel Geld wert. Wobei, ich habe letztens einen Artikel gelesen, es gibt tatsächlich einen Schwarzmarkt für Fälschungen von Magic-Karten. Das bedeutet, es gibt professionelle Magic-Karten-Fälscher, die diese Karten nachmachen, um sie dann für richtig teuer Geld zu verkaufen. Was ist mit deinem Kumpel? Will der nicht mal herkommen? Oder können wir da nicht mal hinfilmen und dann kommt er her? Das ist doch total geil. Können wir mit Sicherheit. Also Fantasy Encounter, das ist hier in Essen. Also das ist... der hat halt diesen... Der Laden ist eigentlich das falsche Wort. Der hatte früher einen Laden. Ja, wahrscheinlich. Mit Y wahrscheinlich, ne, oder? Genau, und dann Encounter. Und die hatten früher einen Laden Essen und inzwischen hat er nur noch ein riesengroßes Lager. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Kannst du da anrufen und sagen, ey, ich brauche dringend neue Magic-Karten. Ist es das? Ja, genau.
Und dann machst du mit dem Termin und dann gehst du da hin und kannst dann da einkaufen. Also das ist ein Riesenlager und der hat da alles. Also ich habe da auch schon sehr, sehr, sehr gerne viel eingekauft. Also es geht da hinten unter dem Vorbau noch weiter. Also das ist und auch nach hinten jetzt quasi auch noch. Der hat, ich glaube, 3 Regale nur voll mit den unterschiedlichsten Magic Editionen. So. Ja, ja. Also für Rollenspieler ist und generell Fantasy-Spieler jeglicher Art ist der Laden richtig geil. Genau. Rollenspiel. Ja. Da sieht man jetzt Magic-Karten zum Beispiel. Yu-Gi-Oh! Mr. Wodka-Titten, es war mir eine Ehre. Bis morgen. Also wie gesagt, ich bin auch am Morgenmittag am Start. Mache ich jetzt gleich auch dicht. Denn morgen geht's lange, länger. Das habe ich versprochen und habe ich auch Bock drauf. Und am Sonntag sind wir auch am Spaß. Mr. Wodka-Titten. Eben, mach dich nicht kaputt, hat der Grizzle schon ganz recht. Angenehme Schicht. Ja, aber dann können wir doch mal deinen Kumpel hier an den Start bringen. Ist doch voll geil. Ja, es ist irgendwo im Hinterhof. Also es ist super schwierig zu finden, aber ja, wenn man das weiß, also der Laden ist richtig, richtig geil. Das hier finde ich total geil. Ja, das ist, wie gesagt, diese Karte, das ist so ein Knall. Wie gesagt, jeder hatte davon Dutzende gehabt. Nur weil die Regel halt gewesen ist, zerreißt das Scheißteil. Die wird nicht mehr gedruckt heute. Nein, 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 das war erste Edition. Das ist wirklich ganz am Anfang gewesen. Wenn du das Ding tatsächlich hast, irgendwie mit Condition. Weiter da, Chris. Richtig, richtig. Zusammen zocken. Ja, alles außer Minecraft. Kann ich mir nicht geben. Ich find's furchtbar. Tut mir leid. Forest. Ich hab Bock, Forest zu zocken. Okay, dann machen wir das mal zu. Ja, abgefahren. Total abgefahren. Sowas. Ja, vor allen Dingen tatsächlich, dass die sind da wirklich jetzt inzwischen hinterher, dass Fälschungen nicht mehr so leicht möglich sind, weil auf der Rückseite von den Karten sind halt die 5 Farben von den Mana und die sind als kleine Kreise da und die scheinen wohl jetzt inzwischen etwas durch, wenn man sie gegen das Licht hält, um im Grunde genommen festzustellen, ist das eine Fälschung oder nicht. Also, ganz, ganz kuriose Geschichte. Ich selber bin leider zu spät eingestiegen. Eigentlich nicht, wenn die so egal war. Naja, warum sie die Karte nicht weitergemacht haben, wenn die so egal war? Ist sie ja gerade weitergemacht, weil sie so egal ist. Eigentlich. Ja, aber man hat dann sehr schnell gemerkt, die Karte wurde selten. Und wenn natürlich jetzt man hinterher ist, von wegen, pass mal auf, man hört mich nicht. Entschuldigung. Wenn natürlich klar ist, die Karte wird jetzt irgendwie ziemlich wertvoll, kann man dadurch den Hype stärker machen. Weil wenn die zukünftigen Karten dann eventuell auch wertvoll sind, gehen Leute hin und kaufen dann die Second Edition, die Third, Fourth und so weiter und so fort. Und haben dann die Hoffnung, dass auch da eine Karte drin ist, die genauso wertvoll irgendwann wird wie der Black Lotus. Und ja, dann natürlich produziert sie dann nicht mehr. Ja, also über den Markt der Spieler hinweg oder darüber hinaus erstellst du automatisch eine Sucht nach den Karten. Ich weiß noch, wie wir früher wirklich paketeweise die Teile dann bestellt haben. Spielemesse, ab dahin und dann die großen Kartons voll mit irgendwie 12 Boostern oder ich weiß nicht, 50 von den Starterkarten-Sets. Ja, genau wie Einklebebildchen bei Fußballweltmeisterschaften. Ja, genau, richtig. Richtig. Man hat immer die Hoffnung, dass irgendwo das eine Ding da drin ist, was richtig selten ist. Ja. Ja, und ja. Ich sag nix. Ich will nicht wissen, was in meinen Karten, die ich damals irgendwann einfach verschenkt habe, weil ich es nicht mehr gespielt habe, was da jetzt inzwischen drin ist. Also von daher, ich bin froh, dass ich nicht mehr weiß, was ich da alles hatte. Inzwischen habe ich alles nochmal neu gekauft und habe das wieder angefangen. Wir hatten irgendwann hier jeden Mittwoch einen Magic the Gathering Abend, deswegen, da habe ich dann wieder angefangen, mir alles zu kaufen. Wir müssen hier irgendwas regelmäßig machen. Irgendwas, was nicht mit Online-Zocken zu tun hat, irgendwie sowas. Star Trek Attack Wing. Ja, zum Beispiel. Ich weiß halt nicht, aber das kann man das zu zweit? Ja. Okay. Das geht ab 2.
Ich hab's da nicht gesehen. Jetzt nicht. Ich bin echt. Ich muss hier raus, weil ansonsten kann ich hier morgen nicht lange bleiben. Denn das ist dann ein bisschen Müll. Okay. Also. Da heute sowieso alle Menschen auf diesem Planeten streamen, die streamen. Ich habe Cards Against Humanity im Original, zwei Erweiterungen. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ja, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich es liebe. Ah doch, da kommen richtig böse Sachen bei rum. Und Rainbow Six, von mir aus, ne, warum nicht? Wenn du mal wieder da bist, Kronos, ne, und ich dich noch erkenne, vielleicht hast du ja dann auch schon so einen Bart. Mal gucken. Keine Haare mehr. Genau. Mütze auf und so. Machen wir gar nicht lang rum. Papa streamt, ne? Der Herr Gronkh streamt. Ich glaube, alle streamen. Im Moment. Also alle. Deswegen ist auch freitags ja eigentlich immer frei, weil ich ja dann auch gerne mal Sachen gucke. Aber wie du siehst, alle, die ich abonniert habe, also fast alle, die ich abonniert habe, streamen auch gerade. Sonst ist das hier immer nur schwarz-weiß. Okay. Alles. Es ist alles. Sogar wir sind dabei. Gibt's ja gar nicht. Ich glaube, ich habe Gronkh noch nie wirklich gesehen, bis auf, wenn irgendwie mein Arbeitskollege neben mir sich dann die Videos nachträglich anguckt. 14.000 Zuschauer. Ja, er hatte gerade erst angefangen. Das wären nur noch 25.000. Ah, sind schon. Der Papa. Der Papa hat ein neues Design, sehe ich gerade. Da kann doch kein Mensch mehr diesen Chat mitverfolgen. Das ist schon die langsame Version. Du kannst das runterfahren. Und dann, Janos, Space Engineers. Janos, ich weiß nicht, ob das mein Ding ist, aber ich verspreche dir hiermit, dass wir nächste Woche uns zusammen, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich es installiert habe. Mal gucken. Mein Scheißbad ist lückenhaft, ich entscheide mich noch nicht. Momentan sehe ich aus wie ein Penner. Wenn ich. Geht mir genauso, Kronos. Ja, yeah. Mein Bart ist nicht lückenhaft und ich sehe aus wie ein Penner, der sich den Bart flechtet. Zum Zöpfchen macht. Hier IS, hast du gerade gehört. Ausprobieren. Irgendwann. Ja, ich muss mal. Wie viel, ich weiß nicht, wie viel Gigabyte sind. Ich habe gerade Shadow of Mordor hochgeladen. Weil ich das mal ausprobieren will. Space Engineers wird. Da ist keine Handlung, verstehst du? Du musst nur was bauen. Ich habe noch Battle for Middle-Earth 2 zu Hause rum. Und ein paar Star Trek-Spiele, die nicht mehr laufen, sobald man irgendwie einen besseren Rechner hat. Also ab Windows 8 aufwärts. Nicht gerade sehr anstrengend. Tschüss. Sonst kommen wir hier nie weg. Also, Leute, seid nicht sauer. Hier, guckt den Papa. Der, oder alles andere, außer Funk, glaube ich, streamt sowieso gerade. Hat der Kontakt hin oder sind die Augen wirklich so blau? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie auf Gronkhs Augen geachtet. Entschuldigung. Es fällt mir nur gerade auf, wo ich ihn da sehe. Es sind 5 oder 7 Gigabyte. Achso, das geht. Kennst du Rainbow Six? Ist doch ein Ballerspiel, oder? Nein, da baut man Schlösschen für kleine Prinzessinnen. Ja, genau das hätte ich Kronos auch zugetraut. Nichts anderes. Ich brauche auch ein Ballerspiel. Aber der Hamster und ich, wir werden, sobald es dir besser geht, vielleicht sogar schon morgen oder übermorgen, Dead by Daylight anfangen. Das wird lustig. Das wird wirklich lustig. Das ist das dritte Spiel, was ich mir gekauft habe. Das erste war Witcher. Das zweite war, weiß ich gar nicht mehr, jetzt komme ich jetzt nicht drauf. Cities, genau. Und dann Dead by Daylight. Star Trek Elite Force. Aller Spiel. Echt? Hm? Ja, dann bring's doch mal mit. Ich hab's nicht. Ich habe gerade 5 Spiele für 30 Euro gekauft. Dead by Daylight bin ich dabei. Guck mal, das ist doch schon lustig, weil ich glaube, wenn wir das zusammen anfangen und uns mal ausprobieren können, dann sind wir schon mal 3, dann brauchen wir noch 2. Und die werden wir auch kriegen. Ich glaube, Dead by Daylight haben ja ein paar Leute. Eben. Bonus macht sowas nicht. Viel zu brav. Also Leute, ich wünsche euch was.
Ab morgen Mittag. Und morgen Mittag heißt nicht Punkt 12. Ne? Soll ich also, nicht wieder schimpfen nächstes Mal? Nein, genau. nee, also ab morgen Mittag. Mittag kann auch um 11:30 sein, kann aber auch um 13:30 sein. Aber irgendwie sowas. Irgendwie, weil ich nicht weiß, wie lange ich hier morgen brauche. Ich muss noch 2-3 Sachen fertig machen. Ansonsten kann ich mir nicht mehr selber ehrlich in den Spiegel und so, ne? Muss ich fertig machen. Also, ich mache jetzt nicht diesen Klamauk mit aufstehen und ausmachen und so, weil es noch hell draußen. Da mache ich sowas mit. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Ne? Wenn ihr feiern geht, feiert nicht zu lang, aber hart. Und wenn nicht, dann macht es euch gemütlich, chillt ein bisschen, zockt ein bisschen, guckt dem Papa zu. Also den Papa Kronk. Oder irgendwem anders, auf den ihr Bock habt. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen und morgen sehen wir uns dann richtig lang. Wenn ihr Bock habt, morgen irgendwas oder so, überlegt euch was. Ich wüsste schon, worauf ich Bock habe morgen, aber eigentlich ist das für euch. Wenn ihr irgendwie ein paar gute Ideen habt oder Community-Sachen oder so, dann sagt Bescheid. Ansonsten, auf die Erde. Ja, schönen Abend, schönes Wochenende für die, die nicht mehr einschalten. Wir sehen uns dann Montag auf jeden Fall und danach den Montag schon wieder auf jeden Fall.